Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke, dass Sie alle virtuell zu uns gekommen sind. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Webinar. Als Bauindustrieverband Ost halten wir an der guten Tradition der VUB-Tagung fest. Nachdem wir im Jahr 2019 mit der 20. Auflage ein Jubiläum unserer jährlichen Veranstaltung feiern konnten, begehen wir heute eine Premiere. Die VUB-Tagung findet erstmals im Webinar als Online-Veranstaltung statt. Die Corona-Pandemie hat sicher bei Ihnen allen einen Digitalisierungsschub geleistet, sodass für Sie diese Veranstaltung sicher nicht die erste in diesem Format sein wird. Der Name Webinar muss allerdings zumindest für mich erst noch geläufig werden, so wie eben Seminar. Die über 200 Anmeldungen zeigen die Bedeutung unserer Tagung und den Willen zum partnerschaftlichen Austausch aller Akteure des Bauens. Auch wenn wir heute leider nicht in der Tagungshalle in Leipzig zusammenkommen, freue ich mich auf einen regen Austausch mit Ihnen auf virtueller Basis, aus Konferenzräumen, in Baucontainern der Unternehmen bis hin zu den Büros, Bauverwaltungen und der Planer. Lassen Sie mich in Kürze den Gegenstand des virtuellen Austausches skizzieren, unser heutiges Tagesprogramm. Zu Beginn wird Herr Dr. Christoph Kinz, Rechtsanwalt bei der Vergabekanzlei Abbante Rechtsanwälte, einen Vortrag zum aktuellen Vergaberecht halten. Ein regelmäßiger Austausch zu diesem Thema ist essentiell für die Unternehmensführungen und für die erfolgreiche Teilnahme an Submissionen. Vorab bereits vielen Dank für Ihren Input, Herr Dr. Kinz. Im Anschluss wird uns Ministerialrat Reinhard Janssen aus dem Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat über ein sehr aktuelles Thema informieren. Corona-bedingte Belastungen, Stoffpreisentwicklung und Lieferverzögerungen. Was sind die Folgen für die am Bau Beteiligten? Die Corona-Pandemie und ihre direkten Folgen belasten unser Tagesgeschäft, sodass gerade dieses Thema wichtig für uns ist. Herr Janssen, ich denke, viele Bauunternehmer sind gespannt auf Ihren Vortrag und haben Fragen aus der Praxis mitgebracht. Den Abschlussvortrag der VUB-Tagung bekommen wir von unserem Bundesverband, dem Hauptverband der deutschen Bauindustrie. Rechtsanwalt Martin Freitag gibt uns einen aktuellen Einblick in das Bauvertragsrecht. Dem Bauindustrieverband Ost ist es ein zentrales Anliegen, die konkreten Auswirkungen der Gesetzgebungen für unsere Unternehmungen aufzubereiten. Daher freue ich mich ganz besonders auf Ihren Vortrag, Herr Freitag. Meine Damen und Herren, erst vor wenigen Monaten habe ich das Amt des Präsidenten des Bauindustrieverbandes Ost übernommen und freue mich sehr, die traditionsreiche VUB-Tagung heute eröffnen zu können. Sie sehen die zweite Premiere am heutigen Tage. Geben Sie mir noch Gelegenheit, etwas zu einem der aktuellsten Herausforderungen der Bauwirtschaft zu sagen, die mir in meinem Amt als Präsidenten, aber auch als Bauunternehmer am Herzen liegt. Die Corona-Pandemie beschäftigt uns seit mehr als anderthalb Jahren. Unser Baustellenbetrieb musste umgestellt, Mehrausgaben für Hygiene geschultert und der Austausch mit den Auftraggebern unter neuen Gesichtspunkten weiter intensiviert werden. Nachdem wir 2020 das Jahr mit viel Kraftaufwand vergleichsweise gut durch die Pandemie gebracht haben, haben uns die Probleme der Rohstoffmärkte und die geschürten Lieferketten als Folgen der Corona-Pandemie dieses Jahr voll und vor allem schmerzhaft erreicht. Zum einen wurden die weltweiten Produktionskapazitäten heruntergefahren, zum anderen führte die anziehende Konjunktur in China und in den USA zu einer erhöhten Nachfrage nach Rohstoffen. Hinzu kommt, dass der weltweite Warentransport nach wie vor erheblich gestört ist.
Dies führte zu einer massiven Verknappung der Materialien, verzögerten Lieferungen und zur Steigerung der Baumaterialpreise in nicht gekanntem Ausmaß. Besonders betroffen sind hierbei unter anderem Stahl, Kupfer, Aluminium, Holz, Dämmstoffe, Bitumen. Seit Beginn dieses Jahres zum Beispiel sind die Kosten für Roheisen und Stahl per September um 59,8% gestiegen. Die Preise für Kupfer liegen um 30% über dem Vorjahr. Die Bitumen hat sich mehr als ein Drittel verteuert. Hinzu kommen die hohen Preissteigerungen für Treibstoff und für die Transportkosten. Auch wenn diese dynamische Entwicklung leicht abflacht, verharren die Preise auf einem sehr hohen Niveau. Ein Ende dieses Problems ist nicht abzusehen. Neben dem situativen Einsatz von Stoffpreisklauseln appelliert die Bauindustrie Ost an Auftraggeber und Auftragnehmer in einen verstärkten Dialog zu treten. Ziel muss es sein, einen fairen Umgang bei Bauverzögerungen aufgrund von Lieferengpässen und einen fairen Ausgleich zu nachweisbaren Mehrkosten zu finden. Diese Mehrkosten verbleiben derzeit bei laufenden Projekten bei den Unternehmen vollständig. Unser Landesverband startet diese Tage eine aktuelle Umfrage zu den Auswirkungen der Lieferengpässe und zu den Kostensteigerungen bei unseren Bauunternehmen. Auch in Hinsicht auf die sich wieder verschärfende Pandemielage werden wir in Kürze ein genaues Lagebild Verbandsgebiet erhalten. Die Situation für die Unternehmen ist schwierig. Lassen Sie uns zu diesem wichtigen Thema weiter im engen Austausch bleiben. In den kommenden Jahren stehen weitere große, auch vertragliche Herausforderungen vor uns. Ich denke hierbei an Vertragsregelungen oder Vertragsmodellen zum nachhaltigen Bauen und oder bei der Umsetzung der Digitalisierung mit BIM. So wird uns unter anderem die Datensouveränität und deren Eigentum beschäftigen. Die VOB kann und sollte auch in Zukunft die gerechte vertragliche Basis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer in der Baubranche bleiben. Lassen Sie uns das stets gemeinsam nach außen tragen. So, jetzt sollten wir diesen engen, vertrauensvollen Dialog führen und die VOB-Tagung starten. Ich wünsche uns allen einen hohen Erkenntnisgewinn am heutigen Nachmittag und übergebe kurz vor dem ersten Vortrag noch einmal das Wort an Frau Funkelschitzky für eine kurze technische Einweisung. Danke Ihnen allen. Frau von Koschitzki, wir hören Sie nicht. Was? Das liegt daran, dass das Mikrofon noch stumm war. Das passt ja zum Thema. Mein Name ist Maike Heidam von Koschitzki. Ich bin Ihr technischer Support, begleite die Veranstaltung entsprechend dadurch und möchte Ihnen, bevor wir inhaltlich einsteigen, kurz noch Mut machen, Ihnen einmal kurz zeigen, wo Sie den Chat finden. Den Chat finden Sie hier auf der rechten Bildschirmseite beim Panel von GoToWebinar unter Fragen an den Mitarbeiter. Das ist unser zentraler Chat. Hier können Sie mich erreichen, falls es Schwierigkeiten mit der Technik gibt, aber auch jederzeit und gerne Ihre inhaltlichen Fragen stellen. Wir behalten das im Griff und werden den Teilnehmern, den Referenten, die Teilnehmerfragen dann entsprechend auch stellen. Diejenigen von Ihnen, die vielleicht Schwierigkeiten mit dem Ton haben, haben auch die Möglichkeit, in eine Telefonkonferenz zu wechseln. Die Zugangsdaten dazu haben Sie in der E-Mail, in der auch der Link hier zum Webinarraum zu finden war. Man kann dann hier auch im Webinarraum von Computer zu Telefon wechseln. Dann wird Ihnen diese Nummer auch nochmal angezeigt und Sie können uns dann per Telefon zuhören. Hier steht, Sie sind stumm geschaltet, das soll auch so sein. Sie können also weder gehört noch gesehen werden in diesem Webinar. Auch der Chat ist verdeckt. Das hat den Vorteil, dass Sie zu keinem Zeitpunkt in dem Mitschnitt von dieser Veranstaltung als Teilnehmer auftauchen können. Wir würden uns freuen, wenn Sie trotzdem die vertrauensvolle Atmosphäre nutzen, um jederzeit sich mit Fragen und Anmerkungen anzubringen. Diese kommen ja bei uns entsprechend an.
Noch ein Hinweis, wer dieses große Panel, über das ich jetzt hier die ganze Zeit rede, so gar nicht sehen kann, der sollte bitte einmal den orange unterlegten Pfeil suchen. Da, wenn man da drauf klickt, klappt sich das Ganze aus und dann können Sie auch entsprechend die Umstellung vornehmen, so wie ich das eben beschrieben habe. Damit bin ich technisch durch, wünsche Ihnen eine informative Tagung und mache die Bühne frei, damit wir offiziell starten können. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, sehr geehrte Anwesende. Bevor wir jetzt zu unserem ersten Vortrag kommen, möchte ich den Referenten vorstellen. Mein Name ist Hubertus Nellissen, Ressortleiter Baurecht im Bauindustrieverband Ost. Und ich werde diese Veranstaltung ein wenig moderieren. Zunächst unser erster Referent, Herr Dr. Christoph Kienz. Herr Muscholl hatte schon darauf hingewiesen, dass er in der Abante Rechtsanwaltskanzlei tätig ist. Er ist Gründungsmitglied dieser Kanzlei, also Kienz Lohmann Partner MbH. Er ist Fachanwalt für Vergaberecht und Experte auf diesem Gebiet. Herr Dr. Kienz leitet die Regionalgruppe Südost des Forum Vergabe e.V. und ist Dozent im Vertrags- und Vergaberecht, mit anderen Worten, insbesondere auf dem Gebiet des Vergaberechts besonders gewandert. Herr Dr. Kienz, ich bitte Sie um Ihren Vortrag und klinke mich jetzt aus. So, ich hoffe, dass Sie mich sehen und hören können und dass Sie auch die Vortragsfolien sehen und hören können. Es steht alles soweit. Jo, sieht gut aus. Okay. Alles klar, dann fange ich einfach an. Aktuelles Vergaberecht. Ich habe Ihnen 6 Fälle mitgebracht aus unserer anwaltlichen Praxis der letzten 1,5 Jahre. Fälle, wo wir Bauunternehmen vertreten haben, wohlgemerkt nicht beschränkt auf Mitteldeutschland, teilweise Unternehmen aus der Region, teilweise auch aus Baden-Württemberg und andernorts und wohlgemerkt auch in Vorhaben in ganz Deutschland. Fall 1, Nachunternehmer. Ich habe mir erlaubt, das so ein bisschen nach inhaltlichen Schwerpunkten, die wir in der streitigen Praxis immer wieder vorgelegt bekommen, zu sortieren. Nachunternehmerstreitigkeiten oder Probleme im Rahmen eines Bauvergabeverfahrens stellen sich doch durchaus öfters. Worum ging es? Fassadenbauarbeiten, Gymnasien der Stadt Köln aus dem Jahr 2020. In den Vergabeunterlagen stand Gesamtanzahl Mitarbeiter, technisches Personal und Arbeitskräfte im Mittel der letzten 3 Geschäftsjahre mindestens 7 Mitarbeiter pro Jahr im eigenen Unternehmen. Das ist für die allermeisten von Ihnen kein Thema. Allerdings in diesem spezifischen Fall, und das war dem begleitenden Architekten auch vollkommen klar, würde das zum Thema werden. Deswegen hat er es auch reingeschrieben. Unser Mandant macht in dem Bereich alles mit Nachunternehmern. Wir haben daraufhin für unseren Mandanten eine Rüge vorbereitet. Wir sind nicht nach außen aufgetreten. Er hat die Rüge selbst abgesetzt. Ich lese einfach mal vor. Ihre Vorgabe einer Mindestmitarbeiterzahl führt schließlich auch zu einer versteckten Verpflichtung zur Selbstausführung. Mittelbar verletzen Sie dadurch unser grundsätzlich uneingeschränktes Recht, Nachunternehmen bzw. Unterauftragnehmer für die Leistungserbringung einzusetzen. Anders als dies für den ersten Abschnitt der VBA erörtert wird, besteht im Anwendungsbereich der EU-VBA kein Selbstausführungsgebot. Im Gegenteil, eine Beschränkung des Einsatzes von Nachunternehmen beeinträchtigt freien Warenverkehr, Niederlassungsfreiheit, Dienstleistungsfreiheit und bedarf daher einer besonderen Rechtfertigung. Dies hat der Europäische Gerichtshof erst kürzlich im Fall des Versuchs einer prozentualen Begrenzung ein weiteres Mal klargestellt. Klammer auf, in dem Fall ging es um ein italienisches Bauvorhaben und der Mitgliedstaat Italien hat sich vom Europäischen Gerichtshof damit verteidigt, dass er die Nachunternehmereinsatz eingeschränkt hat, dass ansonsten die Mafia über die Baustelle marschiert. Naja, zwar erkennt auch der EuGH an, dass in bestimmten Fällen Vorgaben zu bestimmten Kapazitäten gemacht werden dürfen. Allerdings ist dies nicht der Regelfall, sondern die Ausnahme und so weiter und so fort. Nun haben wir eben aus dieser Rechtsprechung abgeleitet, dass eine Mindestmitarbeiterzahl unzulässig ist. Die Stadt Köln ist uns in diesem Fall gefolgt. Wir mussten nicht vor die Vergabekammer, nicht vor die VK Rheinland. Man hat abgeholfen und hat auch die Anwaltskosten übernommen, was relativ freundlich war, unserem Mandanten auch gefallen hat. Ich sage es mal so, wenn ich das Ganze mit einer gewissen Distanz betrachte, die
die Entscheidung der Stadt Köln, uns dazu folgen, das war in Ordnung für unseren Mandanten, das war auch rechtlich gut vertretbar, aber man hätte das auch anders sehen können. Zweiter Fall, da sind wir nicht so gut bei rausgekommen. Da ging es um Tiefbauarbeiten, Kabelmontage zur Errichtung eines Breitbandnetzes in Sachsen. Eine Sache, die ist relativ frisch. Der Mandant kam auch sehr spät, wie so oft erst nach Erhalt des Absageschreibens. Wir haben diverse Rechtsfehler gerügt. Allerdings haben wir uns am meisten versprochen von der Vorgabe der Selbstausführung. Auch hier wurde der Nachunternehmereinsatz eingeschränkt, und zwar stand in den Vergabeunterlagen: Dabei muss im Gesamtprojekt die Eigenleistung des Bieters mindestens 50% und in Bezug auf die Herstellung der Hausanschlüsse mindestens 80% betragen. Mit dem Eigenanteil ist der Anteil des Bieters ohne Unterauftragnehmerleistungen zu verstehen. Also auch hier eine ganz klare Einschränkung der Nachunternehmerleistungen. Und wir haben das dann nach Erhalt des Absageschreibens gerügt. Die VK Sachsen hat entschieden, und das ist sehr interessant, dass wir zwar recht haben, dass die Beschränkung des Nachunternehmereinsatzes der Unterauftragnehmerbeteiligung unzulässig ist, also vergaberechtswidrig ist. Allerdings sei das doch so evident und eindeutig, dass sowas unzulässig sei, dass unser Mandant das hätte rügen müssen, und zwar viel früher, schon vor Ablauf der Angebotsfrist. Ja, Zitat, die Unzulässigkeit der Vorgabe eines anteiligen Selbstausführungsgebotes und ein damit verbundenes Verbot der prozentualen Einbindung von Unterauftragnehmern ist offensichtlich, sagt die Vergabekammer. Wir haben das vorsichtig formuliert für in der Kanzlei für vollkommenen Unsinn gehalten. Das ist schon zurückhaltend formuliert, sind deswegen auch zum OLG Dresden gegangen und haben dann dort erfahren, dass die Vergabekammer und das OLG ein Herz und eine Seele sind. Das OLG Dresden ist auch der Meinung, allerdings in einer sogenannten Verweigerung der Verlängerung der aufschiebenden Wirkung, also in so einer Art Vorabbeschluss, auch der Meinung, dass die Vergabekammer recht hat. Da lese ich Ihnen nicht alles vor. Grämen Sie sich nicht, wenn Sie das jetzt gerade nicht lesen können. Das ist nicht so wichtig. Wichtiger ist das Rote, was nebendran steht. Krasse Fehlentscheidung, dazu komme ich gleich. Das OLG ist auch der Meinung, dass ein durchschnittliches Bauunternehmen doch wissen muss, dass im Geltungsbereich der EU-VOBA eine Begrenzung des Nachunternehmereinsatzes von vornherein im Regelfall unzulässig sei und dass das deswegen auch vor Ablauf der Angebotsfrist hätte gerügt werden müssen, etc. Ich habe Ihnen, das mache ich sonst nicht, ich bin da nicht der große Richterschelter, aber in dem Fall müssen wir das doch machen. Das ist eine krasse Fehlentscheidung, die ich mir ehrlich gesagt nur so erklären kann, dass bei manchen OLG-Senaten, und dazu gehört auch Dresden, schlicht und ergreifend so wenig Vergaberecht anbrandet, Sie sehen schon am Aktenzeichen 621, dass da eine gewisse Unkenntnis besteht. Zwei Gründe, warum das eine krasse Fehlentscheidung ist, warum ein durchschnittlich kenntnisreiches Bauunternehmen nicht wissen muss, dass im Geltungsbereich der EU-VOBA, also bei Bauvorhaben im Gesamtwert von 5,5 Millionen oder mehr, Nachunternehmerbeschränkungen im Regelfall nicht zulässig sind. Zwei Gründe. Erstens steht es im Sächsischen Vergabegesetz. Im Sächsischen Vergabegesetz steht explizit drin, dass man nicht mehr als 50% Nachunternehmer einsetzen darf. Diese Regelung wäre auch hier anwendbar gewesen. Und sowohl die Vergabekammer Sachsen als auch das OLG Dresden sagen uns in diesen beiden Entscheidungen, dass Regelung im Sächsischen Vergabegesetz § 6 europarechtswidrig ist. Das machen die beide nur nicht ordentlich, nämlich offen, sondern die sagen einfach, das spielt keine Rolle und verwerfen ein 2013 erlassenes Gesetz vom Sächsischen Landtag, der es offensichtlich auch nicht besser wusste und der offensichtlich sozusagen da auch eigentlich weggewischt wird. Das heißt, auf gut Deutsch, nach Aussage der Vergabekammer und des OLG Dresden muss ein durchschnittliches Bauunternehmen wissen, dass § 6 Sächsisches Vergabegesetz unionsrechtswidrig ist und deswegen unangewendet bleiben muss. Zweiter Grund, der Auftraggeber wurde durch die gesamte Vergabe begleitet von der Spezialkanzlei, die von Frankfurt aus bundesweit Breitbandvergaben begleitet. Und diese Spezialkanzlei hat nach Auffassung der Vergabekammer und auch nach Auffassung des OLG Dresden einen schwerwiegenden Rechtsfehler begangen, indem sie eben die Selbstausführung angeordnet hat und den Nachunternehmereinsatz begrenzt hat. Das ist ein schwerwiegender Rechtsfehler nach Auffassung beider Spruchkörper. Allerdings
ist dieser schwerwiegende Rechtsfehler so offensichtlich, dass ihn ein durchschnittliches Bauunternehmen erkennen muss, allerdings nicht die begleitende Spezialkanzlei, die muss das offensichtlich nicht. Also diese Entscheidung ist in sich total wertungswidersprüchlich und ein, sage ich mal, ein trauriger Höhepunkt der letzten 2 Jahre Vergaberechtsprechung, soweit wir daran mitwirken durften. Nächste Fallgruppe ist der Newcomer-Schutz. Das ist auch ganz interessant. Auch da haben wir ein Tiefbauunternehmen vertreten, allerdings ein anderes. Das war in Niedersachsen. Tiefbauarbeiten, Kabelmontage zur Errichtung eines Breitbandnetzes im Landkreis Celle. Die Mandantin war erst 2018 gegründet worden. Die Tiefbauunternehmen im Chat haben vielleicht eine Idee, wieso die Namen solcher Mandanten sind. Das war ein frisches Unternehmen, konnte folglich eine Umsätze aus den Jahren 18 und 19 angeben. Hat den Fehler gemacht, im Vergabeverfahren keine wirtschaftliche Eigensleihe durchzuführen. Das wäre wahrscheinlich sogar möglich gewesen. Man hätte da Partner gehabt, aber das haben sie einfach nicht gewusst. Sind dann eben ausgeschlossen worden, weil der Auftraggeber einen durchschnittlichen Jahresumsatz für die letzten 3 Geschäftsjahre von mindestens 6,8 Mio vorgegeben hat. Ja, und das haben die eben nicht gebracht, waren ein bisschen drunter, obwohl sie erst seit 1-2 Jahren am Start waren. Das haben wir angegriffen mit Erfolg. Die Vergabekammer Lüneburg entschied am 18. Mai 2020, keine Sorge, ich lese Ihnen das jetzt nicht alles vor. Zu beanstanden ist jedoch, jetzt Vergabekammer Lüneburg, dass der Antragsgegner, also Landkreis Celle, der Antragstellerin ausweislich der Dokumentation in der Vergabeakte die Eignung allein mit der Begründung abgesprochen hat, dass die Antragstellerin keine Angaben zu 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren gemacht hat, was ihm aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein erst 2018 neu gegründetes Unternehmen handelt, ohnehin nicht möglich war. Und darüber hinaus hatte auch die Geschäftszahlen, Umsatzzahlen, Umsatzerlöse 2019 gar nicht berücksichtigt. Die Nachweispflicht darf regelmäßig nicht von vornherein zum Ausschluss von Newcomern führen, es sei denn, der öffentliche Auftraggeber kann dies mit den besonderen Anforderungen des Auftragsgegenstandes begründen. Er ist nur dann berechtigt, den Marktzutritt für Newcomer durch entsprechende Vorgaben in den Vergabeunterlagen zu erschweren, wenn aufgrund der Komplexität und der Schwierigkeit der Leistung erschwerte Festlegungen notwendig sind, wonach Bieter zur Eignungsprüfung eine längerfristige Tätigkeit am Markt und insbesondere gleich mehrmalig erfolgreichen Ausführung vergleichbarer Leistungen nachweisen müssen und so weiter und so fort. Closed-Shop-Verfahren exklusiv für die etablierten Bieterkreise würden Newcomern keinerlei Chancen auf den Zuschlag einräumen und wären daher mit dem Wettbewerbsprinzip nicht vereinbar. Aus Gründen des fairen Wettbewerbs und der Gleichbehandlung wird daher bei Newcomern zu Recht gefordert, regelmäßig die Umsatzzahlen ab Beginn der Geschäftstätigkeit für berücksichtigungsfähig zu halten. Unternehmen, die noch nicht volle 3 Jahre in dem einschlägigen Bereich tätig sind, müssen die geforderten Angaben daher nur insoweit machen, als sie verfügbar sind. Ja. Kurze Einordnung dieser Entscheidung, die war im Ergebnis, wenn man das Verfahren kennt, in Ordnung. Der Auftraggeber hat sich aber nicht so schlau angestellt, vorsichtig formuliert. Wenn er das geschickter angefasst hätte, dann hätte er den faktischen Ausschluss von Newcomern, auf dem es ihm wohl auch ein Stück weit ankam, dann hätte er den schon durchbringen können. Aber er hat einfach eine sehr schwache Dokumentation gehabt und hat sich auch im Verfahren, als wir dann aufgetreten sind, nicht besonders clever verhalten. Auch ein ganz wichtiger Problemkreis in unserer anwaltlichen Praxis, wenn wir für Bauunternehmen tätig werden, insbesondere im Bereich HLS-TA, ist die Produktspezifik. In dem Fall handelt es sich um ein Berliner Verfahren. Das dürfte auch nicht veröffentlicht sein, deswegen ganz interessant. Werden Sie nicht überall finden. Da ging es um raumlufttechnische Anlagen bei einem Schulneubau. Ich habe Ihnen da aus den Unterlagen mal ein Beispiel rein fotografiert. Fabrikat der Planung, Swegon Germany GmbH, Typ Silber C35 FPX Reco Frost FF oder gleichwertig natürlich. Naja, hier war das Problem, dass wir auch wieder sehr spät mandatiert wurden, nämlich erst nach Erhalt des Absageschreibens. Wir haben dann die Produktspezifik gerügt, konkret, dass ein Fabrikat der Planung vorgegeben wurde als unechte Produktvorgabe. Ferner, dass dieses Fabrikat der Planung letzten Endes dann abgeschrieben wurde, wie das so oft ist in den Leistungsverzeichnissen. Das haben wir gerügt als sogenannte verdeckte Produktvorgabe. Und drittens haben wir gerügt, dass Gleichwertigkeitsparameter nicht genannt und nirgends definiert waren. Hat die VK Berlin in dem Fall gutiert. Die ist uns gefolgt und hat einen Hinweis erteilt und daraufhin hat der Auftraggeber das Verfahren zurückversetzt und die Vergabeunterlagen grundständig überarbeitet.
kurze Einordnung dieser Entscheidung in der Sache durchaus vertretbar. Es kommt aber sehr auf die Vergabekammer an. Wenn Sie mit solchen produktspezifischen Rügen so spät kommen, ja, so nach dem Motto, ich kriege dieses Produkt schon hin und gebe mein Angebot ab, und wenn ich dann, sage ich mal, zweiter Sieger bin, dann fällt mir ein, dass das doch alles produktspezifisch unzulässig ist, um quasi die Uhr nochmal zurückzustellen. Das können Sie machen, das ist aber immer ein bisschen gefährlich. In München, also in Oberbayern, Niederbayern, die Ecke VK Südbayern, kommen Sie mit solchen Vorträgen auch relativ spät noch zum Zug. Aber es gibt Vergabekammern, da werden Sie da ab einem bestimmten Punkt nicht mehr gehört. Das heißt, wenn Sie produktspezifisch in den Unterlagen entdecken und sich daran stören, empfehle ich, rügen Sie es vor Ablauf der Angebotsfrist. Aber will nicht verhehlen, manchmal klappt es auch, wenn Sie erst deutlich später mit diesen Argumenten kommen. Manchmal ist es ja auch so, dass Ihnen das erst deutlich später auch wirklich auffällt und dass Sie es vorher gar nicht so eindeutig erkennen konnten. Beispielsweise, dass tatsächlich nur ein Produkt letztlich als gleichwertig angesehen werden könnte. Das haben wir auch durchaus öfters, dass der Bieter ein anderes Produkt angibt. Dann wird ihm mitgeteilt, dieses Produkt sei nicht gleichwertig. Und dann schaut er sich das Leistungsverzeichnis nochmal an und stellt fest, dass eigentlich überhaupt kein Produkt, außer das Leitprodukt oder Fabrikat der Planung, die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses erfüllt. Dass es also eigentlich gar kein anderes Produkt geben kann, das wirklich gleichwertig ist. Das ist durchaus ein Vorgang, der vorkommt. Und da geht es auch nicht immer um irgendwelche taktischen Verzögerungen oder sowas, sondern das passiert einfach. Das ist auch eine interessante Fallkategorie, mit der wir in diesem Jahr zu tun haben. Losaufteilung. Gegenstand der Vergabe waren Putz- und Dämmarbeiten inklusive Gerüstbauarbeiten im Rahmen eines Kita-Baus. Wir haben gerügt, dass der Gerüstbau den Putz- und Dämmarbeiten zugeschlagen wurde und dass das Gebot der Losaufteilung verletzt. Sie werden sich denken können, wir haben hier ein Gerüstbauunternehmen vertreten. Das wird viele von Ihnen gar nicht sonderlich interessieren, weil es nicht Ihr Geschäft ist oder weil Sie sagen, ja gut, ich bringe mein Gerüst vielleicht auch mit. Die Entscheidung ist allerdings rechtlich sehr interessant. Und Sie sollten da auch eine Wirkweise im öffentlichen Auftragswesen richtig einschätzen. Der Auftraggeber hat es nämlich hier relativ clever angestellt. Er hat sich irgendeinen Gerüstbauingenieur oder sowas geholt und der hat dann irgendwie auf einer Seite erklärt, warum man die Gerüstbauarbeiten, die eben durchaus über die reine Fassade hinausgingen, warum man die dem Los-, Putz- und Dämmarbeiten zugeschlagen hat. Ich habe Ihnen hier den wesentlichen Teil des Vermerks habe ich Ihnen kopiert, das lese ich mal vor. Der Auftraggeber lässt also schreiben, für die Gerüstbauarbeiten, die wären mit dem Verbundfassade sowie die Vorhangfassade, ist es erforderlich, eine Typenstatik zu erstellen, um die Verankerung des Gerüsts und die Bohrung zur Befestigung der Wärmedämmung durch die Fassadenplatte und Dämmebene hindurch bis in die Tragschale und dann möglichst bis in die Deckenebene zu planen und abzustimmen. Bei Bündelung der beiden Gewerke kann dies koordiniert und nur als ein Kostenträger erfolgen. Die Schnittstelle zwischen den beteiligten Gewerken wird zusammengeführt. Dazu zählt unter anderem die strittige Gewährleistungsfrage zwischen Ausbau der Gerüstanker und wettersicherem Fassadenverschluss, die Reinigung der Gerüste nach den Putzarbeiten sowie die Schadenregulierung an der Fassade bei den Abrüst- oder Umbauarbeiten. Ziele der Projekt- und Bauleitung ist die zeitliche Verkürzung der Arbeitsabläufe wetterabhängig und die Bündelung von Gewährleistungsansprüchen in einem Gesamtbauteil und durch eine verantwortliche ausführende Firma. Diese Begründung hat der VK Sachsen gereicht, das ist ein sächsischer Fall. Sie hat hier ausgeführt, für die Gerüstbauarbeiten, die mit einer Verbundfassade ist es erforderlich, eine Typenstatik zu erstellen, um die Verankerung des Gerüsts und die Bohrung zur Befestigung der Wärmedämmung durch die Fassadenplatte etc. technologisch sinnhaft zu planen. Schnittstellenproblematiken, Gewährleistungsfragen sollen mit Blick auf die notwendig werdenden Abrüst- oder Umbauarbeiten vermieden werden. Durch die Bündelung von Gewährleistungsansprüchen in einem Gesamtbauteil soll zudem eine zeitliche Verkürzung der Arbeitsabläufe wetterabhängig erzielt werden. Das hat sie so referiert und hat dann lang und breit begründet, die Vergabekammer, warum das alles objektiv nachvollziehbar, auftragsbezogen und vergaberechtskonform sei. Und das OLG Dresden hat das dann auch bestätigt in der mündlichen Verhandlung durch einen Hinweis. Der Antragsteller hat dann seinen Antrag zurückgenommen. Unsere Meinung ist, dass diese Rechtsansicht durchaus vertretbar ist, dass man also durchaus der VK Sachsen an der Stelle folgen kann. Uns war von vornherein klar, dass es hier auch durchaus zwei Meinungen gibt. Auch unserem Mandanten war das klar.
Ich weise Sie allerdings darauf hin, dass bei Losaufteilungen bundesweit eine reine Beliebigkeitsrechtsprechung herrscht. Das wird also mal so gehandhabt von den Vergabekammern und mal so. Für den einen oder anderen hier im Raum könnte diese Entscheidung, diese sächsische Entscheidung, gleichwohl, auch wenn sie mit Gerüstbau vielleicht nicht so viel zu tun haben, interessant sein, weil die natürlich GU und GÜ und TU und TÜ-Vergaben in besonderem Maße betrifft. Man sieht an dieser Entscheidung, dass sie, wenn der Auftraggeber es nur gehörig begründet und sich ein bisschen Gedanken macht, doch sehr, sehr viel machen können mit den Vergabenachprüfungsinstanzen und im Zuwendungsbau dann möglicherweise auch mit dem Zuwendungsgeber. Sie können doch, wenn Sie da Gespräche haben mit Ihren Kunden, mit den öffentlichen Auftraggebern und Interesse haben an der GU-Vergabe etc., Teil-GU-Vergabe, GÜ, TU, was auch immer, da ist es eben nicht so, wenn dann das Dogma der Losaufteilung vorgetragen wird, dass dieses Dogma von den Nachprüfungsinstanzen, die am Ende eben für die Auslegung des Vergaberechts zuständig sind, unter allen Umständen auch gehalten wird. Wenn der Auftraggeber es gut bis sehr gut begründet, dann kann man da doch relativ viel erreichen. Und insoweit ist eben auch für den einen oder anderen in Ihrem Kreis diese Entscheidung nicht ganz unbedeutend. Das ist die letzte Entscheidung, die ich Ihnen mitgebracht habe. Das ist ein juristisch sehr interessant. Da ging es gegen den Alvetter zu Münster aus diesem Jahr. Ausgeschrieben war die Herstellung eines Folienkissendachs. Ich glaube, das ist sowas wie Gondwanaland in Leipzig. Die wollten das irgendwie auch haben. Und das ist jetzt wirklich eine rein juristische Sache. Die hat großen Spaß gemacht. Der Alvetter zu Münster war der Meinung, und das steht hier auch, dass er kein öffentlicher Auftraggeber ist. Ich zitiere das mal, das hat er so in die Bekanntmachung reingeschrieben, weil der Alvetter zu Münster kein öffentlicher Auftraggeber im Sinne des § 99 GWB ist, wendet er die Vorschriften der § 97 verfolgende GWB freiwillig an. Durch eine freiwillige Anwendung des Vergaberechts wird allerdings nicht die Zuständigkeit der Vergabekammer und so weiter begründet. Dann hat er eben so ein bisschen Vergaberecht angewendet, aber eben auch nicht richtig. Das hat unserem Mandanten irgendwie gestunken, dass er hier keinen Rechtsschutz haben soll. Und dann sind wir eben mal gegen den Alvetter zu Münster zu Felde gezogen. Und das ist jetzt aus der Entscheidung der VK Westfalen vom 30. April. Da zitiere ich Ihnen jetzt einfach mal: Die Antragsgegnerin, also der Alvetter zu, ist öffentlicher Auftraggeber im Sinne von 99 Nummer 4. Und der Auftragswert allein für die Tropenhalle 1 überschreitet den für Bauausnahmen erforderlichen Schwellenwert. Es ging also hier um ein Folienkissendach für so eine Tropenhalle. Jetzt führt die Vergabekammer auf: Aus öffentliche Auftraggeber sind natürlich auch juristische Personen des privaten Rechts, juristische Personen des öffentlichen Rechts und so weiter und so fort. Definiert das noch ein wenig und kommt dann zum Punkt. Die Antragsgegnerin, der Alvetter zu, ist eine GmbH, wird also in Form einer GmbH betrieben und ist damit eine juristische Person des privaten Rechts. Und als solche erhält er von der Stadt Münster Mittel, um die Sanierung des Alvetter Zoos, einer Freizeiteinrichtung, auf das kommt es eben auch an, das war eine Freizeiteinrichtung, voranzutreiben. Maßnahmen sind es 99 Nummer 4, ist nicht etwa die Verwirklichung des Masterplans 2030 über einen Zeitraum von 10 Jahren, sondern der Bau der Tropenhalle. Der Alvetter Zoo hatte sich in dem Verfahren damit verteidigt, dass er doch für 100 oder 150 Millionen Euro irgend so einen Masterplan verwirklichen will in den nächsten Jahren bis 2030. Naja, also bei dem Tempo, mit dem die unterwegs sind, das ist wahrscheinlich eher 2050. Er hat gesagt, ja, also das, dann, wenn man diese 100 oder 150 Millionen berücksichtigt, dann ist das doch ein Tropfen auf den heißen Stein, diese kleine Tropenhalle und dieses kleine Folienkissendach. Und dann ist es eben nicht so, dass wir irgendwie überwiegend von der öffentlichen Hand finanziert werden und dass wir deshalb, weil wir überwiegend von der öffentlichen Hand finanziert werden, Vergaberecht anzuwenden hätten. Und da hat die Vergabekammer gesagt, so geht's nicht. Auf diesen Masterplan, diese vollmundige politische Absichtserklärung, kommt es ja wohl nicht an. Es kommt konkret auf diese Tropenhalle an. Die kostet irgendwie 22 Millionen Euro. Und wir haben da anwaltlich eben Presseartikel aufgetrieben. Auf denen hat sich ergeben, dass 20 Millionen von diesen 22 Millionen von der Stadt Münster rübergeschossen worden sind an diesen Alvetter Zoo, an diese GmbH. Und damit lag eine weit überwiegende öffentliche Finanzierung vor, mehr als 50%. Und damit war auch klar, dass der Alvetter Zoo für den Bau dieser Tropenhalle ein öffentlicher Auftraggeber ist und eben als solcher auch das Vergaberecht anzuwenden hat. Ja. Das Ganze hat dann harsche Folgen für den Alvetter Zoo. Die konnten eigentlich ihre ganzen Vergaben nochmal neu machen.
soweit die nicht schon abgeschlossen waren. Eigentlich müsste es auch harsche zuwendungsrechtliche Folgen haben, aber ich glaube, dass das in Münster alles ein bisschen anders gehandhabt wird. Der Zoo ist dort, glaube ich, genauso beliebt wie beispielsweise in Leipzig. Das ist auch ein Politikum. Ich denke auch, dass die Entscheidung der VK Westfalen alternativlos und richtig war und dementsprechend gab es da auch kein Rechtsmittel. Bin mir eigentlich auch sicher, dass der Alwetterzoo mittlerweile die Kurve bekommen hat und dass die das jetzt alles ganz toll machen. Ja, das war es von meiner Seite. Ich habe 20 Minuten gebraucht. Ich glaube, das ist in etwa nicht so viel. Dann haben Sie jetzt Zeit, Anmerkungen, Kritiken, Ergänzungen, Fragen zu stellen. Vielen Dank, Herr Dr. Kienz, für Ihren Vortrag. Es sind tatsächlich einige Fragen eingegangen. Zuerst eine allgemeine Frage, nämlich ob die Vorträge zur Verfügung gestellt werden. Ja, wir beabsichtigen die Möglichkeit, dass Sie die Vorträge bei uns abrufen können. Von daher können Sie diese Vorträge, wie schon gesagt, bei uns abrufen. Auf Nachfrage stellen wir sie zur Verfügung. Dann eine zweite Frage ist eingegangen. Ich glaube, das bezog sich auf den dritten Fall. War der NU2 erster in der Submission oder wurde ein nachfolgendes Unternehmen beauftragt? Herr Dr. Kienz, ich weiß nicht, ob das das war. Können Sie mir helfen? Naja, der war, ich glaube, der war sogar auf der 3 oder der 4. Okay. Deswegen sind wir auch so breit da reingegangen. Okay. Also unser Bieter, wir wollten die Vergabe auf 0 drehen. Okay. Das war, weil es war, ich glaube, der war noch nicht mal auf, vielleicht war er auf der 2. Aber das weiß ich nicht mehr genau. Es war klar, dass wir mit einer, sag ich mal, mit Wertungsrügen oder sowas, ihn nicht auf die 1 hochschießen können. Und deswegen sind wir sehr flächig in diesem Verfahren rangegangen, um eben eine Rückversetzung des gesamten Vergabeverfahrens zu erreichen. Wenn das die Frage beantwortet. Ich denke, ja. Vielen Dank erstmal dafür. Dann hätte ich noch mal eine Frage, Herr Dr. Kienz. Es gibt ja in einigen Bundesländern, wie beispielsweise in Sachsen, Anhalt und Thüringen, einen Vergaberechtsschutz unterhalb der EU-Schwellenwerte. Ja. Was halten Sie davon? Ist das empfehlenswert, vielleicht auch für andere Landesvergabegesetze? Weil Sie haben es ja schön dargestellt, dass da doch immer wieder Fehler auftauchen. Ja. Und die Anzahl der Vergabeprüfungen angesichts der doch relativ hohen Schwellenwerte begrenzt sind. Halten Sie das für sinnvoll, dass wir das vielleicht auch in anderen Landesvergabegesetzen aufnehmen? Rheinland-Pfalz hat es übernommen, dieses Jahr. Rheinland-Pfalz hat jetzt, das ist das erste Westbundesland, und die haben es jetzt übernommen. Niedersachsen hat eine Vorabinformationspflicht eingeführt unterhalb der Schwelle. Die haben noch kein Unterschwellen-Nachprüfungsverfahren, aber das wird dort vielleicht sogar als nächstes kommen. Bayern und NRW, wo, sage ich mal, die größte Musik spielt. Ich meine, 2/3 der in Deutschland stattfindenden Vergaben sind Landes- oder eben Kommunalvergaben, also spielen sich nicht auf Bundesebene ab, ein bisschen mehr als 2/3. Bayern und NRW halten sich ein bisschen zurück. Ganz am Ende dürfte es dann irgendwann dort kommen. Aber interessant ist, Sachsen-Anhalt und Thüringen hat in Rheinland-Pfalz ist übernommen worden. Rheinland-Pfalz führen wir für im Sportplatzbau, haben wir diverse Sachen eingeleitet, jetzt schon in diesem Jahr, weil wir da ein, zwei Unternehmen immer mal wieder vertreten. In Sachsen-Anhalt haben wir in diesem Jahr im Straßenbau ein, zwei Sachen anhängig gemacht. Das ist, man muss halt gucken, wie die Qualität der Entscheidungen ist. Ich sage es mal, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, aber die Oberschwellenvergabekammern in Sachsen-Anhalt und Thüringen sind nach meinem Dafürhalten juristisch ein bisschen besser besetzt. Das liegt nicht daran, dass die Leute schlechter werden, in Sachsen-Anhalt ist die 3. Vergabekammer oder so, sondern es liegt daran, dass die einfach mehr Vorgänge haben und schneller fertig werden müssen. Und die machen das teilweise sehr verwaltungsmäßig, aber man gewinnt dort auch. Also auch das, klare Ansage, in Sachsen-Anhalt haben wir dieses Jahr eine Sache, die eigentlich aussichtslos war, auch gewonnen, hat dem Mandanten nicht den Zuschlag verschafft, aber am Ende hat es niemand bekommen und die mussten die Uhr nochmal zurückdrehen. Und damit war er auch zufrieden, hat seiner Konkurrenz geschadet. Man muss es dann leider so sagen. Und also wie gesagt, ich persönlich bin ein Fan der Unterschwellenvergaben, kann ich ganz klar sagen. Nicht nur, weil es Geschäft bringt als Anwalt, sondern weil offen gestanden eben auch
bis 5,35 Millionen, wenn das einzelne Gewerke sind oder so, da passiert eben auch ein bisschen was in Deutschland, vorsichtig formuliert. Und es ist ein bisschen absurd, dass wir uns im Dienstleistungsbereich bei 250.000 Euro Auftragswert schon die Köpfe einschlagen können über 2 Jahre, aber bei einer 3 Millionen Euro Bauleistung gibt es keinen Rechtsschutz effektiv. Ist ein bisschen absurd. Deswegen finde ich das gut und Rheinland-Pfalz hat es übernommen. Ja, vielen Dank. Wir werden auch weiterhin daran arbeiten, in jedenfalls den Bundesländern, in denen wir aktiv sind, einen solchen Rechtsschutz zu installieren. Wir halten den eigentlich auch für sinnvoll, weil es gibt eigentlich keinen sachlichen Grund, da zu differenzieren. Okay, herzlichen Dank, Herr Dr. Kienz. Fragen können sicherlich auch noch gestellt werden. Notfalls schieben wir die nach. Ich komme jetzt zum nächsten Referenten, nämlich Herr Reinhard Jansen, auch vom Herrn Muscholl schon mal kurz vorgestellt. Herr Reinhard Jansen ist Ministerialrat im Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat und im Bereich eben halt des Bauvergabe- und Bauvertragsrechts ein ausgewiesener Experte. Er ist unter anderem Mitautor des Beck'schen Vergaberechtskommentars. Herr Jansen ist Vorsitzender des Hauptausschusses Allgemeines im deutschen Vergaberecht, im Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen. Herr Jansen, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, ich bitte Sie um Ihren Beitrag und übergebe. Ja, vielen Dank, Herr Nellison. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie können mich auch hören und sehen. Falls nicht, Frau von Koschitzki, wäre ich für ein Signal dankbar. Ist alles gut. Prima. Ich habe allerdings hier jetzt noch ein Problem meinerseits. Ich bin schon etwas zu weit in den Folien. Links unten in der Ecke, genau da. Genau. Prima, wunderbar. Ja, kleine technische Probleme gehören auch dazu, zu einem Webinar. Meine Damen und Herren, also jedenfalls, wenn ich hier aus Berlin aus dem Fenster gucke, dann finde ich den Gedanken an eine Tropenhalle im Allwetterzoo ganz ansprechend. Insofern war das eine gute Einleitung von Herrn Dr. Kienz. Mein Thema ist aber weniger erfreulich als ein Allwetterzoo. Bei mir geht es um das Thema in erster Linie um das Thema Lieferengpässe, Stoffpreissteigerungen und Corona-Pandemie. Ich würde gern zum Einstieg nochmal einen kleinen Blick zurückwerfen auf den Beginn der Pandemie, der uns alle gemeinsam im Frühjahr letzten Jahres ereignet hat und in den wir als Bundesbauministerium in Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen und mehr oder weniger inhaltsgleich auch dem Verkehrsministerium verschiedene Regelungen an den Bundesbau herausgegeben haben, die sich ja dann auch als Vorbild für viele Länder und auch kommunale Handlungsweisen herausgestellt haben. Das ist insofern, glaube ich, jetzt von Interesse, weil es gewisse Beziehungen natürlich noch zu den Lieferengpässen aufweist und zum anderen, weil wir im Augenblick überlegen, wie wir denn mit diesen Sonderregeln umgehen. Das müssen wir jetzt nicht im Einzelnen besprechen. Wir haben im März letzten Jahres uns geäußert zum Thema Bauvertragsrecht und damit vor allem klargestellt, dass die Corona-Pandemie eine höhere Gewalt sein kann im Bauvertrag, was dann dazu führt, dass sich Ausführung, dass der Auftragnehmer nicht in Verzug kommt, wenn er nicht leisten kann, weil sein Personal in Quarantäne ist oder weil er kein Material bekommt, sondern dass sich die Ausführungsfristen entsprechend verlängern. Wir haben uns kurz danach auch zum Thema Bauvergaberecht geäußert und da in erster Linie klargestellt, dass die Pandemiebekämpfung jetzt besonders dringlich im Vergaberecht ist. Und Sie wissen, der Begriff besonders dringlich eröffnet dann den Zugang zu den Vergabeverfahren der freihändigen Vergabe und der beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb, die ja jedenfalls auf Seiten der Auftraggeber der Vergabestellen häufig als einfacher und schneller angesehen werden. Ob das tatsächlich so ist, komme ich vielleicht gleich nochmal zu.
Und schließlich haben wir auch in engen Kontakt mit den Verbänden, die Sie vertreten, hier dem Hauptverband der Bauindustrie, aber auch dem ZDB, uns überlegt, wie gehen wir denn damit um, mit den erhöhten Arbeitsschutzvorschriften, die im Zusammenhang mit der Pandemie auf die Unternehmen zukommen, zusätzliche Hygienemaßnahmen, Desinfektionsmittel, Masken, zusätzliche Sanitärcontainer. Das ist ja, wenn man erstmal unbefangen herangeht, Sache des Auftragnehmers, die Arbeitsschutz auf der Baustelle oder sagen wir Arbeitsschutz für seine Mitarbeiter einzuhalten. Das wäre aber sicherlich in der Situation, in der wir seinerzeit gestanden haben, Frühsommer letzten Jahres, da wusste man noch nicht so genau, wie sich das alles entwickelt und welche Kosten da auf einen zukommen. Deswegen haben wir als Bund die VOBB auch so ausgelegt, dass wir uns an den Kosten beteiligen und bestimmte dann in einem neuen Formblatt des Vergabehandbuchs abschließend aufgezählten Kosten beteiligen, diese übernehmen gegen Ist-Nachweis. Das galt für die laufenden Verträge, das galt aber auch für neue Ausschreibungen. Wir wollten mit dieser Ist-Kostenerstattung verhindern, dass über die Hygienekosten oder das Einsparen bei Hygienekosten ein Wettbewerb stattfindet. Und das hat, glaube ich, soweit ich das jedenfalls überblicken kann, auch ganz gut funktioniert. Und schließlich hat auch das Bundeskabinett dann etwas später, als die unmittelbare Pandemiebekämpfung etwas in den Hintergrund getreten ist und man sich mit den wirtschaftlichen Folgen befasst hat und der Überlegung, wie man die denn minimiert, einen Beschluss gefasst, auch zum unter anderem auch zum Vergaberecht. Also es war ein sehr umfangreiches Investitionsförderungsprogramm, aber da stand eben auch was zum Vergaberecht drin. Und das für den Baubereich insbesondere von Bedeutung, die vorübergehende, nämlich bis Ende dieses Jahres befristete Erhöhung von Wertgrenzen für Direktauftrag, freihändige Vergabe und beschränkte Ausschreibung. Diese letztere Sonderregelung läuft jetzt, die war befristet, läuft eben Ende dieses Jahres aus. Bei den anderen Sonderregeln, die wir genannt haben, überlegen wir jetzt auch gemeinsam mit dem Verkehrsministerium, wie wir damit umgehen. Anlass ist die von der Politik der wahrscheinlichen neuen Koalition der neuen Bundesregierung ja schon kommunizierte Absicht, die pandemische Lage von nationaler Tragweite Ende November auslaufen zu lassen. Und das wäre ja dann auch Anlass, sich mit diesen Corona-bedingten Sonderregeln auseinanderzusetzen. Egal wie es wird, es wäre auf jeden Fall, wenn ich auch die Hygienekosten nochmal rausgreife, natürlich auf jeden Fall so, dass bestehende Verträge nach bisherigen Regelungen auch weiter abgewickelt würden, das heißt auch weiter bezahlt würden. Und es wäre ja dann auch, wenn wir diese Sonderregel aufheben würden, nicht so, dass diese zusätzlichen Kosten nicht mehr bezahlt würden vom Auftraggeber. Die würden halt nur nicht mehr als Ist-Kosten erstattet, sondern sie müssten dann von den Unternehmen wie alle anderen Kosten auch in die Preise mit einkalkuliert werden. Aber wie gesagt, das sind Überlegungen, die wir im Augenblick anstellen, aber noch nicht endgültig abgestimmt haben innerhalb der Bundesregierung. Gut, dann würde ich zum Hauptthema kommen mit dieser Grafik, die ich habe es ja auch kenntlich gemacht, beim Hauptverband geklaut habe. Wir müssen jetzt nicht nah an den Bildschirm heranrücken, um zu sehen, was da im Einzelnen für Materialien aufgezeigt sind, aber es zeigt, illustriert ja ganz deutlich, was Herr Muschol auch eingangs schon berichtet hat. Seit Anfang des Jahres sind die Preise für verschiedenste Baustoffe, Holz, Stahl, ganz exorbitant angestiegen. Das wissen Sie als Unternehmer besser als ich hier auf ministerieller Seite. Das hat uns wiederum als Bund auch wieder in Abstimmung mit dem Verkehrsministerium bewogen, darauf zu reagieren. Und zwar haben wir für neue und laufende Vergabeverfahren die sogenannte Stoff
Preis, Kleid, Klausel scharf geschaltet, sage ich gleich noch zwei Sätze zu. Die Stoffpreiskleidklausel ist ja ein Instrument, das im Vergabehandbuch des Bundes vorgesehen ist und grundsätzlich immer gilt. Wir haben nur mit Erlass darauf hingewiesen, dass nach unserer Meinung jetzt für bestimmte Stoffe es eigentlich angezeigt wäre, solche Klauseln in neuen Vergabeverfahren und bei laufenden Vergabeverfahren zu vereinbaren. Etwas aus Unternehmersicht unerfreulicher sieht es aus bei bestehenden Verträgen. Die Rechtslage ist ja grundsätzlich so, dass das Preisänderungsrisiko, das Materialbeschaffungsrisiko beim Unternehmer liegt. Und insofern ist da kein Anspruch auf Preisanpassung, auf Vertragsanpassung gibt. Da gibt es zwei Ausnahmen von, einmal 58 Bundeshaushaltsordnung und oder Paragraph 313 BGB, Störung der Geschäftsgrundlage. Sage ich gleich was zu. Neben dem Preisänderungsrisiko besteht natürlich auch das Risiko, dass man das Material gar nicht beschaffen kann. Das ist eine sogenannte tatsächliche Unmöglichkeit. Das kann man dann auch, worauf wir hingewiesen haben, als einen Fall der höheren Gewalt ansehen, was dann wie bei Corona dazu führen würde, dass die Vertragsfristen angepasst würden automatisch. Vielleicht noch gerade zur Stoffpreisgleitklausel. Diejenigen, die von Ihnen schon länger im Geschäft sind und insbesondere die auch mit Stahl umgehen, wissen das. Es ist vor meiner Zeit, bevor ich mich mit dieser Thematik, dem Vergaberecht beschäftigt habe, 10 Jahre ist es wohl her, im Zusammenhang mit seinerzeit sehr volatilen Stahlpreisen eine sogenannte Stoffpreisgleitklausel entwickelt worden und im Vergabehandbuch des Bundes aufgenommen worden. Diese Stoffpreisgleitklausel sieht eben im Grundsatz vor, dass sich der Auftraggeber an den steigenden Kosten von Material beteiligt, andererseits aber auch, wenn der Preise vielleicht wieder erwarten sinken, der Unternehmer einen Teil seines einkalkulierten Preises an den Auftraggeber abgibt. Und um das zu handhaben, soll dann eben bei Ausschreibung quasi ein Basiswert festgesetzt werden, an dessen Entwicklung sich dann jeweils bemisst, ob man was rausbekommt oder noch was zahlen muss. Um das auch rechtssicher abbilden zu können, soll das grundsätzlich nur für Stoffe gelten, für die das Statistische Bundesamt einen Index bereitstellt. Und hier haben wir schon ein Problem, weil diese Indexbereitstellung in letzter Zeit sehr zurückgefahren worden ist, sodass man nicht für jeden Stoff, der hier in Rede steht, tatsächlich einen belastbaren Index finden kann, beziehungsweise nur mit Mühe. Weiteres Problem aus unserer Sicht, Auftraggebersicht, ist, es wird eben aus dem Vergabehandbuch abgeleitet. Es ist ein Formblatt des Vergabehandbuchs. Und das Vergabehandbuch wird ja standardmäßig bei allen Ausschreibungen des Bundes verwendet. Das heißt, es ist eine allgemeine Geschäftsbedingung und bemisst sich daher nach den Regelungen, die für allgemeine Geschäftsbedingungen im BGB gelten. Was Klarheit und Transparenz und Verständlichkeit angeht. Und da ist diese Klausel, so hat auch die Rechtsprechung schon mal bestätigt, optimierungsfähig. Es ist natürlich eine komplizierte Materie, das ist nicht ganz leicht zu verstehen. Gleichwohl, diese Klausel ist gerichtlich schon einmal als AGB-rechtswidrig gebrandmarkt worden. Das war natürlich ein Fall, da hatte ein Unternehmer geklagt, als er etwas zahlen musste. Wie dem auch sei, die Stoffpreiskleidklausel soll überarbeitet werden. Das haben wir schon länger vor. Die Diskussionen sind jetzt Corona-bedingt zurückgestellt worden, weil das ein relativ komplexes inhaltliches Thema ist, das sich aus unserer Sicht jetzt nicht für eine Webkonferenz eignet. Aber wir haben vor, Anfang nächsten Jahres hier die Gespräche mit den Stakeholdern, und da gehört dann auch der Hauptverband zu, wieder aufzunehmen. So, Stichwort
laufende oder bestehende Verträge, Preisänderungsrisiko grundsätzlich beim Auftragnehmer. Da gibt es, wie gesagt, zwei Ausnahmen und das sind dann zwei verschiedene Sichtweisen. Eine Ausnahme folgt aus § 58 BHO. 58 BHO sagt zunächst allerdings mal, dass eine Änderung von Verträgen zum Nachteil des Bundes, und das wäre es ja dann, wenn ich dem Unternehmer wegen seiner gestiegenen Materialkosten mehr zahlen würde, ohne dass er darauf einen Anspruch hätte, dass eine solche Vereinbarung unzulässig ist und diese oder beziehungsweise nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig ist. Und was diese Vorschrift bedeutet, wird dann in den sogenannten Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung, die vom Bundesfinanzministerium herausgegeben werden, näher ausgeführt. Und da ist es zum einen so, dass ein Nachteil des Bundes, dass diese wirtschaftlich betrachtet werden muss und ein solcher Nachteil eben nur anzunehmen ist, wenn unter Gesamtberücksichtigung aller Umstände des Vertrages der Bund tatsächlich schlechter gestellt wäre. Ist das aus unserer Sicht auch schon quasi ein Einfallstor beziehungsweise eine Handlungsoption für die Projektleitung als Auftraggebersicht? Wenn ich mir jetzt einen krassen Fall vorstelle, der Unternehmer ist von, weiß nicht, worum es geht, irgendwie ein Stahlbau, ist von den Preissteigerungen ganz enorm betroffen. Und zwar so betroffen, dass er jetzt tatsächlich auch droht, insolvent zu werden. Dann kann es natürlich nicht, oder jedenfalls diese Auslegung der BHO wäre für den Projektleiter des Auftraggebers Grundlage, jedenfalls nach meiner Meinung, Grundlage dafür, dann auch höhere Preise zu zahlen, um die Insolvenz des Unternehmens abzuwenden, damit dieses Unternehmen auf seiner Baustelle weiterbauen kann, damit die Gewerkekette erhalten bleibt und so weiter. Wie gesagt, das ist ein relativ krasses Beispiel vielleicht, aber es eröffnet eben aus meiner Sicht Handlungsmöglichkeiten für die Projektleitung. Und erst wenn man eben diese Klippe genommen hat, wenn man meint, das ist überhaupt ein Nachteil, was es eben nicht unbedingt sein muss, dann ist weitere Voraussetzung, dass ein Ausnahmefall derart vorliegen muss, dass ein Festhalten an den alten Vertragspreisen den Unternehmer unbillig benachteiligt. Das ist diese zweite Voraussetzung so ähnlich wie die Voraussetzungen des § 313 BGB, § 13, 313 BGB, sogenannte Störung der Geschäftsgrundlage. Vertragsanpassung oder der Unternehmer hat einen Anspruch auf Vertragsanpassung nach dieser Vorschrift, wenn sich eben hier nachträglich Umstände ändern, die Preise, diese Risikoverteilung nicht vertraglich geregelt ist, das auch nicht vorhersehbar war und dass es ihm unzumutbar ist, an den ursprünglichen Preisen festzuhalten. Und gerade Letzteres gilt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eben auch dann, wenn eigentlich das Preisänderungsrisiko vertraglich verteilt ist, so wie es in der VBB ja eigentlich der Fall ist. Wir haben also, wenn man das mal gegenüberstellt, beim BGB, 313 BGB, den Begriff der Unzumutbarkeit und bei der Bundeshaushaltsordnung, den Begriff der unbilligen Benachteiligung, das wird man einheitlich auslegen müssen. Das heißt, es gilt, egal ob man jetzt, von welcher Seite man kommt, ob man jetzt auf Sicht der Projektleitung, des Auftraggebers kommt und sagt, ich gucke mal Bundes 58 Haushaltsordnung, ob ich vielleicht dem Unternehmen entgegenkommen kann, ohne dass jetzt da ein Anspruch darauf besteht, aber auch von der anderen Seite, wenn der Unternehmer kommt und sagt, ich behaupte hier einen Anspruch, man wird hier nach einem einheitlichen Maßstab entscheiden müssen. Und dieser Maßstab ist, so ist es eben zurechtgeschnitzt durch das Gesetz, aber auch eben durch die Rechtsprechung, ein sehr strenger. Es ist insbesondere auch so, dass man bei Beurteilung, ob jetzt eine Unzumutbarkeit, etwas Unbilliges vorliegt, eben nicht nur die einzelne Position, sondern den gesamten Vertrag in Augenschein
nehmen muss. Und das wird, das ist jedenfalls unsere Erfahrung, tatsächlich wird man das nur im Einzelfall entscheiden müssen. Deswegen kann man da auch keine generelle Vorgabe machen, dass jetzt irgendwas unbillig ist oder unzumutbar ist, sondern es ist stets eine Einzelfallprüfung erforderlich. Von dem Grundsatz, dass Vertragsanpassungen in bestehenden Verträgen nicht möglich sind, beziehungsweise nur nach 58 BHO 313 BGB, gibt es eine weitere Ausnahme, und das ist der Sonderfall der Vertragsänderung. Wenn sich also im bestehenden Vertrag etwas ändert, da gibt es zwei quasi übliche Änderungssachverhalte. Das sind zum einen Mehrmengen und das ist zum anderen Bauzeit. Das wirft wahrscheinlich auch schon den Blick voraus auf das, was Herr Freitag nachher ausführen wird zu rechtlichen Entwicklungen im Bereich der BGB, des BGB und der VBB. Bei Mehrmengen ist es ja so in § 2 Absatz 2 VBB geregelt, dass bis 10% alles beim Alten bleibt und erst über 10% eine Preisanpassung erforderlich ist, beziehungsweise über einen neuen Preis verhandelt werden soll oder muss. Und da gibt es ja nun seit, oder wir alle haben so angefangen, wir alle haben wahrscheinlich jahrelang gedacht, wenn es um die Anpassung neuer Preise geht, dann gehen wir von der Kalkulation aus und schreiben die Kalkulation in irgendeiner Weise fort. Dem hat der Bundesgerichtshof in seiner viel beachteten und allseits verbreiteten Entscheidung aus August 2019 eine Absage erteilt und entschieden, dass hier nach tatsächlich erforderlichen Kosten abgerechnet werden soll. Das betraf die Abrechnung von Mehrmengen. Es gibt jetzt relativ frisch aus Juni dieses Jahres eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu Mindermengen. Da ist von tatsächlich erforderlichen Kosten jetzt nicht mehr die Rede. Der Bundesgerichtshof führt leider auch nicht aus, wie sich das verhält zu seiner Entscheidung aus 2019. Das wird man sicherlich noch etwas genauer einordnen müssen. Das Ganze gilt natürlich nur beim Einheitspreisvertrag, beim Pauschalpreisvertrag, wo also keine Einheitspreise bestehen, gibt es diesen Mehrmengenanspruch nicht. Da wird man nur über 313 BGB im Zweifelsfall gehen können. Der andere Gesichtspunkt, die Bauzeitänderung, ist rechtlich wahrscheinlich auch noch komplizierter oder umstrittener als der Umgang mit den Mehrmengen. Zum einen oder Ausgangspunkt für das Weitere ist die Frage, ob die Bauzeitänderung auf einer Anordnung des Auftraggebers beruht oder nicht. Das kommt dann drauf an. Der Bundesgerichtshof hat 2017 entschieden, dass eine verzögerte Bauausführung als solche keine Anordnung ist. Das heißt, wenn der Auftraggeber nicht ausdrücklich irgendwas anordnet, sondern nur mitteilt, dass sich Termine verschieben, dann sei das nach Ansicht des Bundesgerichtshofs keine Anordnung. Da gibt es Rechtsprechung, die das etwas anders sieht, unter anderem des Kammergerichts, die ich allerdings nicht so recht mit dem Urteil des BGH in Einklang bringen kann. Wie dem auch sei, also das ist die Ausgangsfrage, Anordnung oder nicht. Wenn es keine Anordnung ist, dann bemisst sich Schadensersatz oder Entschädigung eben nach § 6 Absatz 6 VBB. Der setzt dann ein Verschulden des Auftraggebers voraus, was in der Regel nicht vorliegt oder in der Regel nicht vorliegt, ja. Oder ein Anspruch nach 642 BGB, der Annahmeverzug des Auftraggebers. Also der Unternehmer bietet seine Leistung an, aber der Auftraggeber kann sie nicht annehmen, beispielsweise weil ein Vorgewerk jetzt nicht fertig geworden ist. Und jetzt gibt es ja die auch aus Unternehmersicht unerfreuliche weitere Rechtsprechung des BGH zu 642, der sagt, der
642 ersetzt keine Kosten, die nach Ende des Annahmeverzugs entstehen. Das heißt also, wenn Sie jetzt später anfangen müssen und sich zwischenzeitlich, weil der Auftraggeber Ihre Leistung nicht annehmen konnte zum vereinbarten Zeitpunkt und sich zu diesem späteren Beginn dann die Kosten erhöht haben, Materialpreise oder auch vielleicht ein höherer Tarifabschluss zwischendurch abgeschlossen worden ist, dann bekommen Sie dieses nach der Rechtsprechung über 642 nicht ersetzt. Und falls es doch eine Anordnung sein sollte im Einzelfall, die die Bauzeitänderung vorgibt, ja, dann richten sich die Rechtsfolgen nach bekanntermaßen nach § 2 Absatz 5 oder 6 VOBB. Und jetzt wird es etwas dunkel. Wie gesagt, wir sind auch wahrscheinlich alle oder viele jedenfalls Jahre, Jahrzehnte lang davon ausgegangen, dass auch bei § 2 Absatz 3 der Maßstab der Preisfortschreibung die Fortschreibung der Urkalkulation ist. Und so ist das auch bei § 2 Absatz 5 und Absatz 6. Wir warten alle gespannt darauf, ob und wie sich der BGH, wenn ihm mal ein passender Fall vorliegt, zu der Frage äußern wird, ob seine Auslegung der VBB, wonach es hier auf die tatsächlich erforderlichen Kosten ankommt, auch auf § 2 Absatz 5 und 6 übertragbar ist oder nicht. Wie gesagt, der BGH hat es noch nicht entschieden. Das Kammergericht in Berlin sieht das so und ja, das ist in der Tat eine spannende Frage, vielleicht die spannende Frage des Bauvertragsrechts im Moment. Damit bin ich durch. Vielen Dank und freue mich auf Fragen. Vielen Dank, Herr Jansen, für Ihre Ausführungen. Sie führten aus, dass Stoffpreiserhöhungen, Stoffpreisleitklauseln im Bundesbau, ja, man kann schon fast sagen, regelmäßig eingeführt werden. Eine Frage lautet, ja, oder beziehungsweise eine Behauptung, dass eben halt Stoffpreisleitklauseln nicht so häufig eingeführt werden in den Verträgen. Ist das eher ein Problem auf Bundesebene oder wird diese Vorgaben aus dem Bund auch vom Land oder von den Ländern umgesetzt? Haben Sie da Erfahrungen, ob die Länder ihren Vorgaben folgen oder eher nicht? Das geht ja ein bisschen unter in die Kommunen. Auch dort kann es ja dazu führen, dass erhebliche Stoffpreisschwankungen zu verzeichnen sind. Wenden die im Regelfall auch diese Vorgaben aus dem Bund an oder ist das eher etwas, was nicht passiert? Nach Ihrem Erfahrungsschatz? Ja, das kann ich mit Sicherheit natürlich nicht sagen. Also gefühlt ist es so, dass die Länder diese Regelungen zu den Preisgleitklauseln nicht in gleicher Weise mit übernommen haben, wie das bei diesen Corona-Sonderregelungen Anfang des Jahres gewesen ist. Was ich sagen kann, dass wir vergleichsweise viele Nachfragen aus Kommunen bekommen, die ja auch regelmäßig das Vergabehandbuch anwenden, wie denn mit dieser Klausel umzugehen sei. Und es stellt sich wohl als praktisch gar nicht leicht heraus, dieses anzuwenden. Der Auftraggeber muss ja auch, wenn er einen Basispreis setzt, erstmal Preise bekommen und muss dafür Lieferanten anfragen. Und es ist offensichtlich so, dass auch die Auftraggeber zu diesem Zweck häufig gar nicht in der Lage sind, von den Lieferanten irgendwelche Preise genannt zu bekommen, weil der Preis von heute im Grunde nicht das Papier wert ist, auf dem er geschrieben steht, weil er morgen schon was ganz anderer sein kann. Es wird angewendet, das ist mein Eindruck, aber einen umfassenden Überblick habe ich da auch nicht. Ja, erstmal vielen Dank, Herr Jansen. Sie sprachen vorhin davon, dass diese Sonderregelungen fortgesetzt werden sollen. Gibt es denn da schon, ich meine, die Pandemie ist ja leider Gottes noch nicht beendet,
Und auch die Lieferketten sind nach wie vor erheblich gestört. Wir haben Materialpreissteigerungen, die sich immer noch nicht eben halt auf das Normalniveau eingependelt haben. Besteht da die Möglichkeit, dass noch weitere Aktivitäten seitens des Bundes erfolgen oder steht die Verlängerung? Sie sprachen vorhin davon, dass einige Maßnahmen befristet sind. Steht die Verlängerung an? Wie reagiert der Bund auf die sich doch nach wie vor immer zuspitzendere Situation? Also nach meinem Eindruck ist, also ich will nicht sagen, dass ein Gipfel schon erreicht und überschritten ist. Aber nach dem, was wir beobachten, steigen die Preise jedenfalls nicht mehr so exorbitant an, wie das in den vergangenen Monaten zu beobachten war, sondern pendeln sich auf hohem Niveau etwas ein. Insofern würden wir davon ausgehen, dass für die Unternehmer auch wieder etwas mehr Kalkulationssicherheit besteht, als das noch vor einigen Monaten der Fall war. Insofern würden wir jetzt im Moment keinen Anlass sehen, in dieser Frage noch weiter zu handeln. Okay, eine weitere Frage, das passt irgendwie. Wie soll ein Unternehmer kalkulieren bei diesen Preisschwankungen? Und es gibt Angebots- und Bindefristen. Das heißt also, es ist natürlich für einen Unternehmer extrem schwer, heute die Preisentwicklung zu kalkulieren, die morgen zum Tragen kommt. Das ist ein hohes Risiko, was Unternehmer derzeit eingehen. Haben Sie eine Empfehlung, wie damit umzugehen ist? Naja, ich kann ja, sagen wir mal so, wir können natürlich nicht hinter jeder einzelnen Vergabestelle stehen und kontrollieren, ob die tatsächlich auch die Preisgleitklauseln dann vorsehen. Nach meinem Verständnis müsste es aber doch im eigenen Interesse der Vergabestellen sein, solches zu tun, denn umgekehrt, so würde ich mir das jedenfalls aus Unternehmersicht vorstellen, also jedenfalls dann, wenn ich auch andere Möglichkeiten habe, würde ich mich eben an öffentlichen Aufträgen nicht mehr beteiligen. Jedenfalls dürfte das doch auch im Bereich des Hochbaus so sein, dass auch im privaten Bereich im Augenblick ausreichend Aufträge da sind, sodass man wahrscheinlich vielfach gar nicht auf den öffentlichen Auftraggeber angewiesen ist. Insofern muss es doch im eigenen Interesse des Auftraggebers sein, diese Klauseln vorzusehen. Insofern können wir auch nur, wenn wir da gefragt werden, appellieren, das auch zu tun. Na, ich denke mir, das ist ein guter Hinweis. Notfalls muss man vielleicht sogar mal die Vergabe rügen. Auch wir haben ja Nachrufbehörden, die dann vielleicht irgendwo doch die Notwendigkeit einer Einbeziehung einer Stoffpreisgleitklausel einsehen. Und jedenfalls muss dann diejenige Vergabestelle möglicherweise einen etwas ausführlicheren Vergabevermerk schreiben, wenn sie es nicht tun. Deswegen wäre das vielleicht eine Idee, um Druck zu machen, dass immer mehr Stoffpreisgleitklauseln verwendet werden. Ja, es ist ja in der Tat, es ist ja, wenn ich das gerade noch ergänzen darf, es ist ja auch in der Tat so, es gibt ja auch das Verbot, das in der VBA verankerte Verbot, dem Unternehmer ein ungewöhnliches Wagnis aufzuerlegen. Und von daher gibt es auch in der Tat ja einen rechtlichen Anknüpfungspunkt, solche Klauseln einzufordern. Gut, okay, vielen Dank, Herr Jansen, nochmals ausdrücklich. Ich denke, wir können jetzt zu einem weiteren Vortrag kommen. Und zwar vom Herrn Martin Freitag. Herr Freitag ist seit 1995 Rechtsanwalt. Er leitet den Bereich Recht im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V., vertritt diesen im Hauptausschuss Allgemeines im Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss und ist ehrenamtlicher Beisitzer in den Vergabekammern des Bundes. Er wird uns zu neuesten Entwicklungen im Bereich der VOBB berichten, also für die Vertragsdurchführung, Ausführungen zur Vertragsdurchführung machen. Herr Freitag, Sie haben das Wort. Ich hoffe, Sie können mich sehen und auch den Vortrag erkennen. Ja, sieht beides gut aus. Vortrag ist aber noch im Bearbeitungsmodus, noch nicht in der Bildschirmpräsentation. Okay.
Dann machen wir es jetzt mal mit der Bildschirmpräsentation. Also genau. Ich hoffe, Sie können alles gut erkennen. Halt ist die Referentenansicht. Wir müssen wieder diese Anzeigeneinstellung bitte nochmal tauschen. Entschuldigung. Aber dann, genau, haben wir ja schon geübt. Genau da, richtig. Tauschen das Ganze und sind jetzt hoffentlich im richtigen Modus. Jetzt ist perfekt. Alles klar. Gut, dann würde ich kurz beginnen mit einem Überblick und zwar einen Blick zurückwerfen, aber auch einen kleinen Blick auf die aktuelle Situation und ganz am Ende auch einen Blick nach vorne werfen. Wir haben Ihnen hier am Anfang in den Überblick gestellt, 6 Entscheidungen oder 6 Ereignisse, die für das Bauvertragsrecht wichtig sind. Wir haben mehrere Entscheidungen des Bundesgerichtshofs aus den Jahren 2017 und 2018 zu dem Thema Bauablaufstörungen. Wir haben dann, das wissen Sie alle, im Jahr 2018 das sogenannte gesetzliche Bauvertragsrecht bekommen. Das heißt, im bürgerlichen Gesetzbuch finden sich seitdem die Paragraphen 650 klein a folgende, die sich speziell mit dem Bauvertrag befassen. Und wir haben dann, es ist zeitlich geordnet, im Jahr 2019 Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum Thema Mehrmengen. Das sprach Herr Jansen gerade an. Wir haben dann vom Bundesgerichtshof im Jahr 2020 Entscheidung zum Thema Bauablaufstörungen noch einmal. Und dann, auch das sprach Herr Jansen gerade an, wieder vom Bundesgerichtshof im Jahr 2021 Entscheidungen zum Thema Mindermengen. Und wir haben, das möchte ich Ihnen auch dann kurz vorstellen, den Baugerichtstag durch Corona bedingt etwas verspätet, nicht im Jahr 2020, sondern im Mai 2021 gehabt. Und auch dort gab es sehr interessante Diskussionen zum Thema Bauvertragsrecht, insbesondere zum Thema Bauablaufstörungen. Da würde ich Ihnen die Ergebnisse auch gerne kurz vorstellen. Ich würde dann in diese einzelnen Punkte einsteigen. Und zwar zunächst im Überblick, das, was der Bundesgerichtshof in den Jahren 2017 und 2018 entschieden hat. Ich habe es jetzt hier für Sie schlagwortartig zusammengefasst. Das Thema Bauablaufstörung ist sehr vielfältig. Da fällt schlechtes Wetter genauso darunter, als wenn Sie beispielsweise kein Baumaterial bekommen oder wenn Sie Hindernisse im Baugrund feststellen oder andere Dinge, die einfach Ihren Bauablauf durcheinander bringen. Ich habe es hier im Überblick für Sie sehr kurz gefasst. Die Entscheidungen laufen alle auf das gleiche Schema hinaus. Wenn es so eine Bauablaufstörung gibt, dann bekommt der Bauunternehmer mehr Zeit. Das hat ja Herr Jansen vorhin auch vorgestellt im Zusammenhang mit dem Thema der Corona-Probleme. Der weitere Punkt ist allerdings, mehr Geld bekommt der Auftragnehmer nur dann, wenn der Auftraggeber nicht das macht, was er im Vertrag eigentlich machen müsste. Ich sage mal, Pläne müssen vorgelegt werden vom Auftraggeber und er macht es nicht. Dann bekommt der Unternehmer seinen Mehraufwand bezahlt, aber nur solange der Auftraggeber die Pläne nicht vorgelegt hat. Sobald die Pläne da sind, gibt es nicht gesteigerte Kosten ersetzt. Also beispielsweise, wenn das Material teurer geworden ist, wenn die Löhne gestiegen sind, dann wird das seit dem Jahr 2017, seit der Bundesgerichtshof das erstmals so entschieden hat, nicht, muss man sagen, mehr bezahlt. Vorher war die Rechtslage nach der Rechtsprechung eine andere. Dann hat der Bundesgerichtshof im Jahr 2017, im Jahr 2018 das Ganze ergänzt und hat gesagt, naja, das ist natürlich unfair, dass der Unternehmer da etwas tragen muss, wofür er eigentlich am Ende nichts kann, finanziell jedenfalls. Und hat dann gesagt, naja, das ist ja nicht so schlimm, der Auftragnehmer darf ja kündigen. Und da muss ich sagen, hat sich bei uns, bei der Bauindustrie doch einiger Unmut geäußert, weil die Unternehmer sagten, erstens wollen sie nicht kündigen, sie wollen bauen. Und zweitens natürlich auch für den Bauherrn ist es eine sehr unerquickliche Situation, denn er möchte ja auch, dass sein Bauvorhaben fertiggestellt wird und dass nicht am Ende des Tages wegen solcher Verzögerungen, für die möglicherweise keine Seite etwas kann, dass dann einfach das Bauvorhaben beendet wird vom Unternehmer und der Bauherr sich dann jemand Neues suchen muss. Da wird es im Zweifel nicht schneller, es wird nicht besser, sondern es wird teurer und es dauert länger. Das, wie gesagt, im Überblick. Und wir haben das dann nochmal aufgegliedert in die einzelnen Entscheidungen. Das erste war der Bundesgerichtshof im Jahr 2017 am 20. April. Und da muss man auch sagen, was der Bundesgerichtshof da vorangestellt hat, ist, natürlich gilt erstmal das, was die Vertragspartner vereinbaren. Wenn die Vertragspartner natürlich eine Regelung zur Bauablaufstörung getroffen haben, dann gilt diese Regelung. Er hat aber gesagt, wenn diese Regelung nicht getroffen ist, wenn das Ganze auf der gesetzlichen Grundlage abgewickelt wird, dann bekommt der Unternehmer, hier war es jetzt besonders schlechtes Wetter, hier war eine Autobahnbrücke zu erstellen und es war im Januar
besonders schlechtes Wetter. Es war extrem kalt, es gab extrem viel Schnee, es konnte nicht weitergebaut werden. Da hat der Bundesgerichtshof gesagt, natürlich bekommt der Auftragnehmer in diesen Fällen mehr Zeit für die Bauausführung. Das ist die eine Seite. Aber er bekommt keine Mehrkosten wegen dieses schlechten Wetters, obwohl er mit diesem schlechten Wetter nicht rechnen musste. Und es ging dann weiter im Jahr 2017 hat dann der Bundesgerichtshof eine zweite Entscheidung getroffen. Das war dann am 26. Oktober. Und da hat der Bundesgerichtshof nochmal das erläutert, was Herr Janssen vorhin ja auch ansprach. Die Mehrkosten bekommt der Auftragnehmer, solange der Auftraggeber die erforderliche Planung, was in diesem Fall, nicht vorlegt. Danach aber dann nicht mehr. Und das hat der Bundesgerichtshof dann auch ergänzt und hat gesagt, natürlich kann der Auftragnehmer ja eine Frist setzen und sagen, Auftraggeber, jetzt bring mir die Planung, sonst ist es zu Ende. Und er kann dann eben auch kündigen. Das ist die Lösung des Bundesgerichtshofs an der Stelle, die aber für die Praxis sicherlich keine gute Entwicklung ist. Ich gehe dann weiter ins Jahr 2018. Da hat der Bundesgerichtshof am 26. April noch einmal klargestellt, worum geht es hier bei den Bauablaufstörungen, wenn es um die finanzielle Seite geht. Es geht darum, dass der Auftragnehmer eine angemessene Entschädigung für die Wartezeit hat, die er hat im Laufe des Bauvorhabens, weil er eben aus Gründen des extrem schlechten Wetters, aus anderen Gründen, es kommt nicht die Planung, die vorgelegt werden muss, nicht bauen kann. Und er bekommt dann einen Ausgleich für das bereitgehaltene Gerät, für das Kapital und auch für das Personal. Und dann kam der Zusatz in diesem Fall. Hier war es so, das Vergabeverfahren hat sich verzögert, was ja öfter vorkommt. Der Unternehmer hatte mehrfach für sein Angebot die Bindefrist verlängert und gesagt, gut, es zieht sich hin, aber ich möchte gerne im Vergabeverfahren bleiben. Ich verlängere die Bindefrist für mein Angebot. Und als dann der Zuschlag erteilt wurde, zu einem späteren Zeitpunkt als ursprünglich vorgesehen, da hat der Unternehmer geltend gemacht und hat gesagt, naja, ich hatte jetzt ja während dieses verlängerten Vergabeverfahrens Vorhaltekosten. Ich musste eine mobile Stahlgleitwand bereithalten. Das habe ich gemacht bis zum Abschluss des Vergabeverfahrens und das hat mir Kosten verursacht. Und diese Kosten würde ich gerne erstattet bekommen. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, das tut ihm leid. Nein, für den verzögerten Zuschlag, das heißt also für die Wartezeit während des Vergabeverfahrens, gibt es nicht mehr Geld. Sondern es gibt allenfalls mehr Geld dann, wenn nach Zuschlagserteilung und während der Vertragsausführung Probleme auftauchen. Das war nochmal vom Bundesgerichtshof eine Klarstellung, die jetzt auch für die Praxis selbstverständlich wichtig war. Und dann hatten wir auch im Jahr 2018 eine Zäsur. Ich springe jetzt von der Rechtsprechung Bundesgerichtshof im Jahr 2018, 26. April, springe ich jetzt kurz zu dem Thema Bauvertragsrecht, das sich auch im Jahr 2018 doch einigermaßen grundlegend geändert hat. Wir haben Ihnen hier auf dieser ersten Folie kurz dargestellt, wie war es denn bis zum Jahr 2018. Wir hatten auf der einen Seite das bürgerliche Gesetzbuch, im bürgerlichen Gesetzbuch vor allen Dingen für Bauunternehmen wichtig, den sogenannten Werkvertrag, die Paragraphen 631 folgende. Da muss man aber sagen, der Werkvertrag ist jetzt nicht gleichzusetzen mit dem Bauvertrag, sondern der Werkvertrag ist alles, wirklich alles, was die Herstellung eines Werkes betrifft. Das kann ein Computerprogramm genauso sein wie ein maßgeschneidertes Möbelstück oder wie auch ein Anzug, den Sie sich beim Schneider bestellen und eben auch Bauverträge. Das heißt, es war sehr pauschal in diesen Paragraphen 631 folgende geregelt und wir haben, ich will jetzt nicht sagen darunter, aber es ist halt technisch gesehen eine allgemeine Geschäftsbedingung, die ja das bürgerliche Gesetzbuch auch vorsieht, für die VOB Teil B letztlich. Wenn man sie rechtlich einordnet, muss man sagen, die VOB Teil B, die ja für viele Bauverträge maßgebend ist, ist halt in der Terminologie, im Begriff des bürgerlichen Gesetzbuchs, ist es eine allgemeine Geschäftsbedingung. Und da muss man natürlich auch schon im Blick haben, jetzt bin ich noch bei der Situation bis zum Jahr 2018. In der VOB haben wir natürlich, die ist ja nicht im luftleeren Raum, zahlreiche Bezüge auch zum bürgerlichen Gesetzbuch. Und zwar beispielsweise, das ist nur eine Aufzählung, Geschäftsführung ohne Auftrag, also die Paragraphen 677 folgende bürgerliches Gesetzbuch finden auch für die VOB-Anwendung. Der sogenannte Annahmeverzug des Auftraggebers, er macht nicht das, was er machen muss im Rahmen des Bauvorhabens, er legt Pläne nicht vor zum Beispiel, dann ist er im sogenannten Annahmeverzug, die Paragraphen 293 folgende bürgerliches Gesetzbuch finden ja auch Anwendung.
Es geht um die große Gruppe der Entschädigung. Das ist vor allen Dingen das, was bei den Bauablaufstörungen bislang gesetzlich eine wichtige Rolle spielt, worauf die VOB Teil B verweist. Wir haben dann auch Verschulden und das sind die sogenannten Erfüllungsgehilfen im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt, § 276, 278. Wir haben Schadenersatz, auf den die VOB verweist, § 823 folgende. Sicherheitsleistungen, Sie kennen das alle, Bürgschaften oder auch andere Formen der Sicherheit, die Paragraphen 231 folgen. Und wir haben auch Zinsen, 247, 288, bürgerliches Gesetzbuch, auch darauf nimmt die VOB Teil B Bezug. Und dann haben wir natürlich auch jetzt schon oder bis zum Jahr 2018 auch Dinge, auf die die VOB Teil B keinen Bezug nimmt, die aber trotzdem aus dem bürgerlichen Gesetzbuch auch bei VOB-Verträgen gelten. Beispiel die Bauhandwerkersicherung, Paragraph 648 klein a bürgerliches Gesetzbuch, gilt auch im Rahmen der VOB Teil B, obwohl sie darauf selber keinen Bezug nimmt. Das, wie gesagt, die Situation bis zum Jahr 2018 und seit Januar 2018 hat sich die Welt nochmal etwas verändert. Wir haben seit dem Januar 2018 im bürgerlichen Gesetzbuch nicht mehr nur den Werkvertrag, Paragraphen 631 folgende, sondern wir haben auch zusätzlich den sogenannten Bauvertrag, Paragraphen 650 klein a folgende. Und nach wie vor, daran hat sich nichts geändert, haben wir zusätzlich zum bürgerlichen Gesetzbuch die VOB Teil B für Bauverträge vor allen Dingen wichtig und sie ist nach wie vor eine allgemeine Geschäftsbedingung. Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Die Begründung für das gesetzliche Bauvertragsrecht war, man wollte spezielle Regeln schaffen für komplexe, auf längere Erfüllungszeit angelegte Verträge. Das sind ja Bauverträge im Regelfall. Und das ist ganz wichtig für das gesetzliche Bauvertragsrecht. Das hat auch die Gesetzesbegründung nochmal besonders betont. Es geht darum, möglichst Einvernehmen über Änderungen und deren Vergütung zu bekommen, weil Streit die Zusammenarbeit bei der weiteren Ausführung erheblich belasten kann. Das finden Sie so ausdrücklich in der Gesetzesbegründung für den zentralen Punkt des gesetzlichen Bauvertragsrechts für die Leistungsänderung. Und das wird dann mit den beiden Attributen interessengerecht und wirtschaftlich sinnvoll versehen. Kann man Ausrufungszeichen dahinter setzen, vielleicht auch ein Fragezeichen. Und ich will vielleicht zur Erläuterung auf, wie kommt der Gesetzgeber dazu, diesen Satz möglichst Einvernehmen über Änderungen und deren Vergütung zu erzielen, weil Streit die Zusammenarbeit bei der weiteren Ausführung erheblich belasten kann. Wie kommt der Gesetzgeber zu dieser Behauptung? Sie sehen, ich habe es Ihnen hier nur als Ausschnitt mitgebracht. Im Jahr 2005 hat bereits Herr Professor Hack-Schenow mal eine Studie durchgeführt. Woran hakt es eigentlich bei Bauverträgen in der Praxis am häufigsten? Was führt in der Praxis am häufigsten zu Konflikten, insbesondere auch zu gerichtlichen Auseinandersetzungen? Und da hat er halt fünf zentrale Punkte erkannt und die auch aufgeführt in seiner Studie. Es geht zum einen um das Thema Leistungsänderungen, die sehr häufig zu Konflikten führen. Es geht um zusätzliche Leistungen, auch die führen häufig zu Konflikten. Unklarheiten im Vertrag führen häufig zu Problemen, ein fehlerhaftes Leistungsverzeichnis und natürlich auch fehlende Planunterlagen. Das, wie gesagt, ist so ein bisschen der Hintergrund, warum der Gesetzgeber halt beim Thema Leistungsänderung darauf Wert gelegt hat, auch in der Gesetzesbegründung zu sagen, möglichst Einvernehmen über Änderung und deren Vergütung, also nicht nur über die Änderung, auch über die Vergütung, weil Streit die Zusammenarbeit bei der weiteren Ausführung erheblich belasten kann. Ich glaube, jeder Unternehmer, jeder Auftraggeber kann das bestätigen. Das ist einfach so. Wir haben Ihnen das hier nochmal auf einer Seite kurz zusammengefasst, was Sie im gesetzlichen Bauvertragsrecht des Jahres 2018 finden. Zentraler Punkt ist die Leistungsänderung. Die wird gleich in Paragraphen 650 klein b beschrieben und auch in Paragraphen 650 klein c mit der Frage, wie es zu vergüten versehen. Der Grundsatz ist im Gesetz, das, was ich Ihnen aus der Begründung vorgelesen habe, die Einigung zwischen dem Auftraggeber, wenn er was ändern möchte, einigt man sich darüber und zwar dann auch über die Vergütung, was möchte der Unternehmer dafür haben, was wird dafür bezahlt. Das ist das Grundkonzept im bürgerlichen Bauvertrag, bürgerlichen Gesetzbuch im Bauvertragsrecht des Jahres 2018. Leistungsänderung gleich, die Vertragspartner sollen sich einigen und zwar nicht nur über die Änderung, sondern auch über die Vergütung. Dann ist klar, was gebaut wird, das ist wichtig, aber es ist auch auf der anderen Seite klar, was wird bezahlt. Das schafft für den Auftraggeber Sicherheit, das schafft auch für den Unternehmer Sicherheit und Sie brauchen sich später nicht darüber Gedanken zu machen und sich schon gar nicht darüber zu streiten. Nur, und das muss man sagen, nur für den Fall, dass es jetzt ausnahmsweise keine Einigung gibt, dann gibt es die Möglichkeit im bürgerlichen Gesetzbuch, dass der Auftraggeber sagt, ich will es aber trotzdem.
Er darf dann die Änderung einseitig anordnen. Ich will Ihnen jetzt die Einzelheiten ersparen. Da sind noch viele Dinge zu beachten, insbesondere natürlich auch die Planungsunterlagen vorzulegen. Wenn der Auftraggeber vorher geplant hat, dann muss er auch die Änderung planen und natürlich dem Unternehmer auch die Unterlagen dafür zur Verfügung stellen. Das weitere Zentrale ist natürlich die Frage dann, wenn es keine Einigung gibt, wenn es eine Anordnung gibt, was ist mit der Vergütungsseite? Und das ist im bürgerlichen Gesetzbuch auch neu geregelt. Der Unternehmer bekommt, ich habe es hier kurz gefasst, Kosten und Zuschläge. Der Gesetzgeber hat es etwas schöner formuliert, die tatsächlich erforderlichen Kosten und angemessene Zuschläge für allgemeine Geschäftskosten, für Wagnis und für Gewinn. Und hinzu kommt, das hat der Gesetzgeber auch gesagt, wenn es denn jetzt am Anfang nicht gelungen ist, dass man sich wirklich einigt über die Änderung und die Vergütung und es zu der Anordnung einseitig kommt, der Auftraggeber sagt einseitig, was gemacht wird, hat der Unternehmer natürlich nicht nur gesetzlich diese Möglichkeit, allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn als Zuschlag und sonst die tatsächlich erforderlichen Kosten geltend zu machen, sondern er hat auch ein Wahlrecht, ob er möglicherweise die hinterlegte Urkalkulation, die muss hinterlegt sein, fortschreiben möchte. Wenn er das macht, dann sagt der Gesetzgeber, wird vermutet, dass die fortgeschriebene Urkalkulation den tatsächlich erforderlichen Kosten mit den angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn entspricht. Wenn der Unternehmer diese Urkalkulation nicht fortschreibt, kann er auch direkt auf diese tatsächlich erforderlichen Kosten, die angemessenen Zuschläge für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn gehen. Wichtig ist auch, der Gesetzgeber hat gesagt, im laufenden Vorhaben ist extrem wichtig, dass der Unternehmer auch die notwendige Liquidität hat. Der Unternehmer muss ja ständig jede Leistung, die er erbringt, vorfinanzieren. Und das kann bei größeren Vorhaben, auch schon bei mittleren Vorhaben, schon zu einer erheblichen Belastung des Finanzrahmens des Unternehmens führen. Deswegen sagt der Gesetzgeber, wichtig ist auch die Liquidität während des Bauvorhabens. Deswegen bekommt der Unternehmer auch, wieder vorausgesetzt, Leistungsänderung, keine Einigung über die Leistungsänderung und auch keine Einigung über die Vergütung. Der Auftraggeber ordnet einseitig an, dann hat der Unternehmer auch die Möglichkeit, bei Abschlagszahlungen etwas anders vorzugehen als der Normalfall. Er kann sie vereinfacht berechnen. Und zwar geht er auf das Angebot, das er für die Einigung über die Vergütung hier vorne angeboten hat und kann jetzt nach Baufortschritt die Berechnung ganz einfach so machen, dass er sagt, 80% nach Baufortschritt natürlich, was noch nicht gebaut ist, kann auch nicht abgerechnet werden, aber nach Baufortschritt 80% berechnet auf das Angebot, das er für die Einigung hier vorne unterbreitet hat. Und dann sagt der Gesetzgeber, diesen Anspruch auf die Bezahlung hat der Unternehmer auch. Der Auftraggeber ist verpflichtet, es zu bezahlen, solange sich die beiden Vertragspartner nicht anderweitig einigen oder gerichtlich anders entschieden wird. Das heißt, wenn der Auftraggeber diese vereinfacht berechnete Abschlagszahlung nicht leisten möchte, dann muss der Auftraggeber zu Gericht gehen und muss sagen, das ist nicht in Ordnung, was da passiert, weil ... und muss sich eine Entscheidung besorgen. Bis dahin ist er verpflichtet, die 80% berechnet auf das Angebot hier vorne zu bezahlen. Dieser einstweilige Rechtsschutz, der dann benötigt wird, der steht sowohl dem Auftraggeber zur Verfügung als auch dem Auftragnehmer. Und der Gesetzgeber hat gesagt, hier sind wir etwas großzügiger, als wir das sonst sind beim einstweiligen Rechtsschutz. Sie brauchen normalerweise immer einen Anspruch, den Sie geltend machen, aber Sie brauchen auch einen Grund, dass Sie den einstweiligen Rechtsschutz bemühen. Das muss besonders dringlich sein. Und hier sagt der Gesetzgeber, in diesen Fällen, wenn es um bauvertragliche Dinge geht, dann wird vermutet, dass das immer dringlich ist. Wenn Sie die Bauarbeiten begonnen haben, sagt der Gesetzgeber, brauchen Sie nicht mehr in diesem Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes darzulegen und glaubhaft zu machen, dass das besonders dringlich ist, sondern es ist qua Gesetz besonders dringlich. Es wird vermutet. Ich habe Ihnen dann, das ist alles sehr theoretisch, deswegen bitte ich um Nachsicht, das war jetzt die Theorie sozusagen, jetzt mal kurz in die Praxis gesprungen. Wir hatten auch schon mal so einen ganz praktischen, sehr einfach gelagerten Fall, den ich Ihnen dann mal mitgebracht habe, aber einfach vorstellen möchte, damit Sie so ein Gefühl dafür bekommen, was heißt das, was da jetzt im gesetzlichen Bauvertragsrecht steht, gerade auch was die Frage der Vergütung angeht. War ein sehr einfach gelagerter Fall, war ein öffentlicher Bauherr, der Pflasterarbeiten beauftragt hat. Und er hat nachträglich sich überlegt, das ist blöd, den Stein, den ich da ausgesucht habe für die Pflasterarbeiten, der passt doch nicht so gut auf den Platz, auf den er soll, ich ändere die Farbe. Jetzt war allerdings dieser neue Pflasterstein, der dann verbaut werden sollte, teurer als der ursprünglich vereinbarte.
Und dazu kommt noch, das muss man dazu sagen, für den ursprünglich vereinbarten Pflasterstein hatte der Unternehmer nicht das angeboten als Preis, was dieser Stein wirklich kostet, sondern er hat es etwas günstiger angeboten. Ich sage jetzt mal einfach eine Zahl, 50, und er hat nicht die 50 angeboten, sondern er hat die 40 angeboten. Und jetzt kommt der neue Stein nachträglich und dieser neue Stein kostet jetzt nicht 50 wie der alte, sondern der kostet 100. Und jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt zu bezahlen nach dem gesetzlichen Bauvertragsrecht? Welche Vergütung kann denn jetzt der Unternehmer für diesen nachträglich geänderten Auftrag beanspruchen? Der Unternehmer hat sich das relativ einfach gemacht und hat gesagt, naja, der neue Stein kostet 100, tatsächlich erforderliche Kosten sind damit für mich 100. Damit kann ich eine Vergütung von 100 einfordern. Der öffentliche Bauherr hat das anders gesehen, hat gesagt, nee, nee, neue Stein kostet 100, das ist richtig. Du musst aber überlegen, der ursprüngliche Stein kostete 50 und du hast ihn für 40 angeboten. Ich stelle ab auf die Differenz zwischen dem, was es jetzt wirklich kostet, 100, und dem, was du angeboten hast. Also nicht, was du angeboten hast, sondern was es gekostet hätte, wenn du den vollen Preis angeboten hättest, 50. Ziehe von den 100 die 50 ab und komme auf 50. Und die 50 sind hinzuzurechnen zu den 40, die du angeboten hast. Also du kriegst 90. Ganz theoretisch, wo man sagt, okay, geht das nicht. Ich habe Ihnen jetzt kurz aus dem gesetzlichen Bauvertragsrecht die Begründung mitgebracht zu dieser speziellen Frage, die aber da ziemlich deutlich angesprochen ist. Hier geht es um den Paragraphen 650c Absatz 1 bürgerliches Gesetzbuch. Da steht die Frage der Vergütung. Ich lese sie Ihnen einfach mal vor. Die für die unveränderten Vertragsleistungen vereinbarten Preise bleiben unberührt. Ist klar. Mehr- oder Minderkosten werden nach den hierfür tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn abgerechnet. Bei der Ermittlung des veränderten Aufwandes nach den tatsächlichen Kosten ist die, und jetzt kommt das Wichtige, Differenz zwischen den hypothetischen Kosten, die ohne die Anordnung des Bestellers entstanden wären, und den Ist-Kosten, die aufgrund der Anordnung tatsächlich entstanden sind, zu bilden. Diese Differenz ist die Grundlage für die Vergütung für den geänderten Aufwand. Wenn man das jetzt übersetzt, muss man sagen, hypothetisch wären die Kosten für den ursprünglich vereinbarten Pflasterstein angefallen, das waren hier die 50. Tatsächlich sind die höheren Kosten für den geänderten Pflasterstein angefallen, das sind die 100. Als Mehrvergütung, jetzt muss man wirklich sagen, als Mehrvergütung zu zahlen ist die Differenz zwischen den hypothetischen Kosten 50 für den ursprünglich vereinbarten Pflasterstein und den tatsächlich angefallenen Kosten für den geänderten, teuren Pflasterstein die 100. 100 minus 50 ist 50, das ist die Mehrvergütung. Dass der Unternehmer den ursprünglich vereinbarten Pflasterstein unter den Beschaffungskosten, also für 40, angeboten hat, bleibt hier für die Mehrkosten unberücksichtigt. Aber Sie kriegen natürlich jetzt nicht nur die 50, sondern Sie kriegen die 50 plus die ursprünglich angebotenen 40, also 90. Heißt, hier hatte der Auftraggeber recht, er vergütet die 90. Der Unternehmer hat hier nicht die 100 einfordern können, sondern die 90. Das, wie gesagt, als Beispiel. Man kann das jetzt auch mal als Variante durchspielen. Für die Mehrmenge ist im bürgerlichen Gesetzbuch nicht geregelt. Das heißt, eigentlich ist dann der vertraglich vereinbarte Einheitspreis unverändert. Es sei denn, Herr Jansen hat es vorhin angesprochen, auch bei den Corona-Fragen. Die Grenze wäre im bürgerlichen Gesetzbuch Störung der Geschäftsgrundlage, § 313. Das ist eine ganz hohe Hürde, da kommt man eigentlich kaum hin. Wenn man dann allerdings die VB Teil B verwendet, muss man sagen, da haben wir eine etwas andere Situation. Wir haben den Paragraphen 2 Absatz 3 Nummer 2, wo gesagt wird, jeder Vertragspartner kann, wenn mehr als 100%, mehr als 100 plus 10, also 110% der im Leistungsverzeichnis angegebenen Menge auszuführen sind, für die über 110% hinausgehende Menge einen neuen Einheitspreis verlangen. Und dann muss man sagen, und da springe ich jetzt mal kurz auf das, was ich Ihnen gleich noch vorstellen werde, da hat dann auch der Bundesgerichtshof schon eine Entscheidung getroffen, wie dann dieser neue Einheitspreis zu bilden ist, wenn man sich nicht vereinbart, wenn man also keine Einigung hinbekommt zwischen den beiden Vertragspartnern. Ohne eine Einigung, sagt der Bundesgerichtshof, bestimmt sich der neue Einheitspreis nach tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn. Hier haben wir also das, was das gesetzliche Bauvertragsrecht für die geänderte Leistung vorsieht. Das, was wir hier schon im gesetzlichen Bauvertragsrecht haben, Kosten und Zuschläge, ich habe es kurz gefasst an der Stelle, das haben wir hier über den Bundesgerichtshof auch bei den Fällen der Mehrmenge über 110% hinaus, wenn ein neuer Einheitspreis zu vereinbaren ist und sich die Vertragspartner nicht anders einigen. Auch dann kommt der Bundesgerichtshof zum Ergebnis und sagt, Einheitspreis nach tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen, allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn.
komme ich gleich nochmal drauf. Das ist jetzt nur ein kleiner Sprung inhaltlich, weil es gerade an diese Stelle passt. Wir haben Ihnen dann nochmal kurz den Überblick gemacht. Wir haben jetzt nach dem gesetzlichen Bauvertragsrecht des Jahres 2018 eigentlich zwei Möglichkeiten. Sie können sagen, Sie wenden das Gesetz an, sind also im Bauvertragsrecht des Jahres 2018 unmittelbar, oder, das ist die zweite Variante, Sie können die VB Teil B verwenden. Sie müssen sie aber, damit sie rechtssicher verwendet wird, vollständig und unverändert verwenden. Wenn Sie das nicht vollständig und unverändert machen, dann sind Sie am Ende des Tages faktisch wieder im gesetzlichen Bauvertragsrecht. Ich habe Sie nochmal hier in diese Übersicht gebracht. Sie haben die Bauverträge für Verbraucher, für die das Bauvertragsrecht natürlich wichtig ist. Sie haben es aber auch für Bauverträge der Wirtschaft und der öffentlichen Hand. Und jetzt kommt das, falls die VBB nicht verwendet wird. Das ist gar nicht so selten der Fall. Das ist selbst bei einigen öffentlichen Auftraggebern durchaus anzutreffen. Ich sage jetzt mal Wasser-, Energie-, Verkehrsversorgung. Da sind durchaus Auftraggeber, die eigene Verträge auf Grundlage des gesetzlichen BGB-Rechts verwenden, aber Sie finden auch zum Beispiel Flughäfen, die so etwas machen. Sie haben aber auch dann eben Verträge, da ist zwar die VOB Teil B vereinbart, aber sie ist nicht vollständig, beziehungsweise sie ist unverändert verwendet. Auch da kommt natürlich das gesetzliche Bauvertragsrecht dann zum Tragen, und das gesetzliche Bauvertragsrecht kommt auch zum Tragen, wenn Sie die VOB Teil B vollständig und unverändert verwenden, aber die VOB hat Lücken. Das heißt also, wenn wir jetzt ehrlich sind, schon die VOB Teil B heute hat dort, wo es Lücken gibt, das gesetzliche Bauvertragsrecht jedenfalls teilweise als Inhalt. Und darauf würde ich jetzt mal kurz zu sprechen kommen. Allerdings, Moment, noch mal kurz eine Übersicht für Sie. Wir hatten einfach mal jetzt aus der Statistik heraus gesagt, die Bauinvestitionen, wie verteilen sich das eigentlich insgesamt? Im Jahr 2020 hatten wir 380 Milliarden Euro Bauinvestitionen. Öffentlicher Bau sind, sage ich jetzt mal, 45,569 Milliarden Euro. Das ist am Gesamtvolumen gerundet 12%. Wirtschaftsbau 26% und dann kommt der Wohnungsbau. Das ist der weitaus größte Teil, 61%, wobei da natürlich auch kommunale und öffentliche Unternehmen mit erfasst werden. Beim öffentlichen Bau können Sie sagen, die sind immer an die VOB A gebunden, damit natürlich auch immer an die VOB Teil B und VOB Teil C. Beim Wirtschaftsbau haben Sie die Bindung nicht, da ist die Anwendung der VOB Teil B freiwillig, oder ob man eben aufs gesetzliche Bauvertragsrecht gehen möchte. Beim Wohnungsbau zum Großteil ist auch diese Wahlmöglichkeit da, nicht natürlich für diejenigen, die über die kommunale öffentliche Schiene auch ans Vergaberecht gebunden sind und damit an die VOB Teil B. Ich habe Ihnen dann diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs nochmal kurz mitgebracht, auf die wir eben schon zu sprechen kamen. Das Thema, was ist mit Mehrmengen über 110%? Die VOB Teil B sagt, neuer Einheitspreis, wenn ein Vertragspartner das verlangt. Wobei dieser neue Einheitspreis nur für die Menge gilt, die wirklich über die 110% hinausgeht. Das heißt, bis 110% rechnen Sie ganz normal ab nach dem, was im Leistungsverzeichnis angeboten wurde. Für das, was darüber hinausgeht, kann Auftraggeber oder Auftragnehmer einen neuen Einheitspreis verlangen. Und dann sagt der Bundesgerichtshof, und das war eben für alle doch recht überraschend, das sprach auch Herr Jansen vorhin an, der Bundesgerichtshof sagt, es gibt eine Lücke in der VOB Teil B, wie der neue Einheitspreis zu berechnen ist, wenn sich die Vertragspartner darauf nicht einigen. Und da sagt der Bundesgerichtshof, hier gibt es diese Lücke. In dem Fall, den der Bundesgerichtshof hatte, gab es keine Einigung der Vertragspartner. Und da sagt der Bundesgerichtshof, gut, dann muss ich halt als Gericht eine sogenannte ergänzende Vertragsauslegung treffen, und hat jetzt einige Argumente für und wider gewendet und gedreht, und am Ende des Tages kommt er kurz gefasst zum Ergebnis, was entspricht in dem Interesse des Auftraggebers und des Auftragnehmers am ehesten, und kommt dann zu den tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn. Also auch dem, was das gesetzliche Bauvertragsrecht für Leistungsänderungen vorsieht. Das haben wir Ihnen hier nochmal kurz aufgeführt. Bundesgerichtshof 2019, 8. August. Die VOB B enthält keinen Maßstab zur Bildung eines neuen Einheitspreises. Einigen die Vertragspartner sich nicht, besteht eine Lücke, die durch ergänzende Vertragsauslegung zu schließen ist. Die tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich angemessener Zuschläge sind bestmöglicher Ausgleich der wechselseitigen Interessen. Das hat der Bundesgerichtshof dann 2019 entschieden. Und wir haben dann noch eine klarstellende Entscheidung vom November 2019, 21. November. Er hat noch gesagt, das hatte er ursprünglich in dieser Entscheidung vom August angesprochen, hatte gesagt, dass zu den Zuschlägen auch die Baustellengemeinkosten gehören. Er hat hier nochmal klargestellt, Baustellengemeinkosten gehören zu den tatsächlich erforderlichen Kosten, nicht zu den Zuschlägen.
Zuschläge erfassen nur die allgemeinen Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn. Das heißt also, das ist hier nochmal vom Bundesgerichtshof klargestellt worden. Und wir haben dann, jetzt hat der Bundesgerichtshof im Jahr 2020 nochmal die Gelegenheit gehabt, was zur Bauablaufstörung zu sagen. Und hier gesagt, der verspätete Zuschlag ist keine Bauablaufstörung. Und zwar, hier war es nicht so, wie ich es Ihnen vorhin geschildert habe, dass das Bauunternehmen während des Vergabeverfahrens die Bindefrist seines Angebots verlängert hat. Und dann, nachdem der Zuschlag an das Unternehmen erteilt wurde, gesagt hat, so, jetzt habe ich während der verlängerten Bindefrist, habe ich ständig die Stahlgleitwand, die ich damals in diesem anderen Verfahren hatte, vorgehalten. Das hat mich Geld gekostet, das will ich jetzt haben. Sondern hier war es so, dass der Unternehmer gesagt hat, nein, der verspätete Zuschlag heißt ja, dass die ursprünglich angebotenen Vertragsfristen auch nicht mehr eingehalten werden können. Und hat gesagt, wenn ich jetzt sozusagen verspätet den Zuschlag bekomme, befindet sich der Auftraggeber schon in diesem Zeitpunkt im sogenannten Annahmeverzug. Und weil er sich ab diesem Zeitpunkt im Annahmeverzug befindet, möchte ich ab diesem Zeitpunkt auch schon für die Kosten, die mir dann anfallen, Geld. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, nein, das ist keine Bauablaufstörung, über die du jetzt hier sprichst in dieser Situation. Also der verspätete Zuschlag heißt, die Fristen, die eigentlich im Angebot vorgesehen waren, die jetzt aber nicht mehr umgesetzt werden können, sind eben schon in der Vergangenheit. Deswegen gibt es jetzt hier eine Bauablaufstörung schon mit dem Zuschlag. Und der Unternehmer kann daraus Geld ableiten, sondern der Bundesgerichtshof hat gesagt, nein, in dieser Situation gibt es einen Anspruch, dass man neue Fristen vereinbart. Und es gibt auch einen Anspruch, die Vergütung anzupassen. Und dann war das Interessante, das Spannende, das hat der Bundesgerichtshof hier gesagt, und zwar diese Vergütung anpassen heißt, angelehnt an § 2 Absatz 5 VW Teil B. Und ich habe es Ihnen hier angemarkert, weil § 2 Absatz 5 VW Teil B zufällig die gleiche Formulierung hat, wie die Formulierung der VW Teil B zu der Mehrmenge über 110% hinaus. Das heißt also, wenn Sie jetzt hier sehen, der Bundesgerichtshof hat zur Mehrmenge über 110% hinaus entschieden, die VOB enthält keinen Maßstab zur Bildung eines neuen Einheitspreises, dann gilt das nicht nur für die Mehrmenge, sondern eigentlich, wenn man jetzt mal auf die identische Formulierung in der VOB Teil B schaut, müsste das auch gelten für den § 2 Absatz 5, der eigentlich für Leistungsänderungen gedacht ist. Der Bundesgerichtshof wäre dann mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Stelle auch zu diesen Schlüssen gekommen, die jetzt hier formuliert sind. Da gibt es eigentlich keinen Grund, warum das anders lauten sollte. Aber man muss sagen, an dieser Stelle konnte der Bundesgerichtshof nicht entscheiden, weil der Unternehmer nicht diesen Anspruch geltend gemacht hat. Der Unternehmer hat gesagt, weil der Zuschlag verspätet erteilt wurde, will ich Geld. Und richtigerweise hätte er sagen müssen, weil der Zuschlag verspätet erteilt wurde, möchte ich neue Fristen vereinbaren, klar, und möchte auch, dass die Vergütung angepasst wird, die gestiegenen Kosten möglicherweise berücksichtigt werden, und zwar angelehnt an 2,5 und wäre dann, wenn der Bundesgerichtshof darüber hätte entscheiden müssen, bei den tatsächlich erforderlichen Kosten gelandet, mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn. Das war hier nicht gefordert, deswegen hat der Bundesgerichtshof dazu nichts gesagt, sondern nur gesagt, das wäre angelehnt an 2,5 gewesen. Und hat dann gesagt, für die Bauablaufstörung, die sich später ergibt, also wenn der verspätete Zuschlag erteilt worden ist, dann war zu dem Zeitpunkt, zu dem das Gerichtshof, dass sie entscheiden musste, unklar, wie die Entschädigung für diese Bauablaufstörung, nachdem der Zuschlag erteilt wurde und dann hat sich das Ganze verspätet, wie das zu bemessen ist. Und da hat der Bundesgerichtshof überraschend gesagt, am 30. Januar 2020, die Entschädigung, die es dann gibt, orientiert sich an den Vergütungsanteilen für bereitgehaltene Produktionsmittel, also Gerät, Kapital, Personal, einschließlich Anteile allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn. Das ist also hier übertragen auf diesen Teil, auf die Entschädigung, ziemlich ähnlich dem, was wir sonst sehen mit den tatsächlich erforderlichen Kosten, allgemeine plus angemessene Zuschläge für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn. Sehr ähnlich, nicht identisch, aber sehr ähnlich. Also für die Bemessung der Entschädigung hat sich der Bundesgerichtshof hier auch, muss man sagen, auf diese Seite gestellt. Und wir haben dann, das hat Frau Rache-Jansen an, im Jahr 2021 eine weitere Entscheidung des Bundesgerichtshofs gehabt zum Thema Mindermengen. Auch da hat ja die VOB Teil B eine Regelung, und zwar unter 90%. Wenn von den im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Mengen nur 90% oder weniger als 90% umzusetzen sind, dann hat die VOB Teil B auch dort eine Regel, die ist aber anders gestrickt als die Regel, die wir für die 110 überschreitende Menge haben. Bei der 110% überschreitenden Menge wird gesagt,
Da ist auch Verlangen, ein neuer Einheitspreis zu vereinbaren. Ein neuer Einheitspreis, das heißt, da komme ich zu dem Ergebnis, das auch der Bundesgerichtshof da vorhin getroffen hat. Hier sagt die VOB aber etwas anderes. Hier sagt die VOB Teil B, der Einheitspreis ist zu erhöhen. Eindeutige Regelung der VOB Teil B, was ist zu machen? Der Einheitspreis ist zu erhöhen und sagt auch, wie zu erhöhen ist. Nämlich, ich habe es jetzt hier vereinfacht für Sie, das sind die umgelegten Kosten, die Sie vorher auf die höhere Menge umgelegt hatten, die legen Sie jetzt auf die geringere Menge um und kommen dann halt zu dem Anspruch auf Mehrvergütung. Da bestand insofern keine Lücke, wie das Ganze zu berechnen ist. Deswegen gibt es auch an dieser Stelle aus Sicht des Bundesgerichtshofs keine sogenannte ergänzende Vertragsauslegung, weil es eben in der VOB keine Lücke gibt. Und was der Bundesgerichtshof hier noch entschieden hat, das war auch interessant, er hat gesagt, es dürfen nur Faktoren berücksichtigt werden, die auch der ursprüngliche Einheitspreis umfasst. Ich habe es Ihnen hier nochmal kurz etwas aufgegliedert. 10. Juni war es 2021, die Bezugsgröße für den anzupassenden Einheitspreis ist der ursprüngliche Einheitspreis. Was war der Hintergrund? Da war eine Waldfläche zu oben und der Unternehmer hat für sich durchgerechnet, was kann ich denn jetzt, wenn ich das Holz, das ich da roden muss, bevor ich dann die Erdarbeiten durchführen kann, was kann ich für das Holz erlösen? Und ist da zu einem Betrag gekommen, ich sage jetzt mal 60 Euro. Diese 60 Euro hat er in seinem Einheitspreis, den er angeboten hat, aber nicht komplett dem Auftraggeber gutgeschrieben sozusagen, hat gegengerechnet und gesagt, jetzt hätte ich eigentlich für die Position 80 berechnen müssen. Ich rechne mit einem Erlös von 60, 80 minus 60 macht 20, sondern er hat eingerechnet 40. Das heißt also, er hat diesen kalkulierten späteren Gewinn, hat er nur zum Teil in den Einheitspreis eingerechnet, wollte dann aber, als es um die Frage ging, Mindermenge unter 90%, dann den Einheitspreis erhöhen und bei der Erhöhung des Einheitspreises dann auf das, was er ursprünglich angenommen hatte, diese 60 Euro, die er da erlöst je Baum, die er jetzt nicht erlösen kann, die wollte er umlegen. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, nee, wenn du ursprünglich halt dem Auftraggeber das nicht gut geschrieben hast, dann kannst du später auch nicht sagen, das will ich jetzt aber für meine Einheitspreiserhöhung dann einstellen. Das ist eine Position, die nicht berücksichtigt werden darf. Ich habe es hier nochmal vereinfacht, was nicht Bestandteil des ursprünglichen Einheitspreises ist, bleibt dann unberücksichtigt. Hier ging es, wie gesagt, um die Holzverwertung. Das haben wir jetzt für Sie, wie gesagt, im Überblick soweit zusammengestellt. Und was Herr Janssen auch ansprach, es ist natürlich jetzt offen, Bundesgerichtshof, ich habe es mal 20XX genannt. Die Frage ist natürlich, Auslegung zu den Mehrmengen, die der Bundesgerichtshof ja schon ausdrücklich getroffen hat, gilt das auch für die Leistungsänderung, sprich auch für die Vergütung, 2 Absatz 5, VB Teil B. Ich hatte Ihnen ja gesagt, der Bundesgerichtshof hatte diese Frage schon unmittelbar eigentlich vor sich. Das war schon im Jahr 2020, schon in dieser Entscheidung eigentlich angelegt, weil der Unternehmer aber nicht diesen Anspruch entsprechend § 2 Absatz 5 eingefordert hat, sondern gesagt hat, nee, da ist eine Bauablaufstörung schon mit der verspäteten Auftragserteilung. Deswegen hat der Bundesgerichtshof hier nichts gesagt. Aber bei jedem nächsten Verfahren, bei dem das eine Rolle spielt, wird er natürlich was dazu sagen müssen. Und es spricht sicherlich einiges dafür, dass er, was ich Ihnen ja vorhin schon gesagt habe, auf die Schiene kommt, dass er sagen wird, gleicher Wortlaut in der VOB Teil B für die Mehrmenge 110% plus, wie auch für die Leistungsänderung, § 2 Absatz 5, gleiche Formulierung in der VOB Teil B. Und auch da sprach Herr Janssen ja an, wir haben es bereits jetzt, diese Rechtsprechung, die der Bundesgerichtshof noch nicht treffen konnte, haben wir bereits jetzt bei mehreren Oberlandesgerichten. Also Herr Janssen, Sie sprachen vorhin an das Kammergericht Berlin, ja, aber wir haben auch schon einige andere Oberlandesgerichte, die auch in diese Richtung denken. Ich glaube, Oberlandesgericht Dresden, nageln Sie mich bitte nicht fest, aber es gibt auch noch andere, ich glaube auch Nordrhein-Westfalen, die schon sagen, § 2 Absatz 5 und 2 Absatz 6 sind genauso auszulegen, wie der Bundesgerichtshof es gemacht hat für den § 2 Absatz 3 Nummer 2 für die Mehrmengen über 110%. Das hieße dann im Ergebnis, wir haben eigentlich heute schon in der VOB Teil B, was die Vergütung angeht, die tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn. Das heißt eigentlich, das gesetzliche Bauvertragsrecht ist heute schon in der VOB Teil B, obwohl es dort noch gar nicht erwähnt ist. Ich würde kurz, wenn Sie erlauben, die Zeit ist schon fortgeschritten, aber noch ein paar Worte sagen wollen zum Thema Baugerichtstag. Herr Nellissen, stoppen Sie mich, wenn das jetzt den Zeitrahmen überfordert. Baugerichtstag 2021 hat sich mit dem Thema Bauablaufstörung befasst und hat gesagt, das ist sehr unbefriedigend, dass es zwar während des sogenannten Annahmeverzugs des Auftraggebers Mehrkosten erstattet gibt, also die Planung, die der Auftraggeber vorlegen muss, liegt noch nicht vor, wird verspätet vorgelegt. Wenn dann Mehrkosten anfallen, werden sie erstattet, ja, aber wenn dann der Annahmeverzug beendet ist, wenn die Planungsunterlagen vorliegen, dann gibt es nicht mehr Geld, auch wenn die Kosten gestiegen sind.
Deswegen hat der sogenannte Baugerichtshof 2021 das Thema besprochen, ist zum Ergebnis gekommen, wir brauchen da eine neue Regelung, und zwar eine neue gesetzliche Regelung. Oder man kann es natürlich auch einzelvertraglich machen, oder man kann es auch in der VOB Teil B machen, wobei sich das nicht ausschließt. Und ich fasse es mal kurz, der Baugerichtshof hat gesagt, mehr Bauzeit, wenn es nicht in den Risikobereich des Auftragnehmers fällt. Mehr Kosten gibt es, falls der Risikobereich des Auftraggebers betroffen ist. Und er hat auch gesagt, was ist denn der Risikobereich des Auftraggebers? Das ist die Vertragsänderung, das sind Mehrmengen, das ist Annahmeverzug des Auftraggebers. Also Beispiel, er legt die erforderliche Planung nicht rechtzeitig vor. Oder es sind natürlich auch eigene Pflichtverletzungen. Wenn der Auftraggeber nicht abnimmt, obwohl er abnehmen muss zum Beispiel, das die entsprechende Bauleistung, dann fiel er das darunter. Ich habe Ihnen, das können Sie, wenn Sie später die Unterlagen anfordern, nachlesen, das, was der Baugerichtssach jetzt vorgeschlagen hat, als Regelung auch hier auf die Folien gebracht. Das möchte ich jetzt aber nicht vortragen, das wird dann wirklich zu umfangreich. Und ich habe Ihnen jetzt nochmal auf eine Folie kurz gebracht, wo ist eigentlich der Anpassungsbedarf der VOB Teil B, wobei man sagen muss, eigentlich ist es gar kein echter Anpassungsbedarf, sondern es wäre eigentlich eher ein Klarstellungsbedarf, beispielsweise bei der Vergütung, bei den Mehrmengen auf jeden Fall, 2 Absatz 3, aber auch bei 2.5, 2.6 und auch beim 16er. Wie ist es eigentlich mit der Vergütung? Wenn man sich nicht einigt, was ist dann eigentlich die Frage, wie die Vergütung zu berechnen ist? Zur Bauablaufstörung wird man, glaube ich, auch in der VOB sinnvoll eine Regelung treffen müssen, wenn das Gesetz, bislang machen Sie das nicht, aber wenn das Gesetz bislang nichts bereitstellt, wäre das auch für die Vertragspartner, Auftraggeber, Auftragnehmer durchaus sinnvoll, zur Bauablaufstörung eine praxisgerechte Lösung in die VOB Teil B aufzunehmen. Und natürlich bei der Streitlösung kann man auch drüber nachdenken, ist es nicht sinnvoll, auch hier, was die außergerichtlichen Möglichkeiten geht, Streit beizulegen, noch etwas die VOB sozusagen zu ergänzen. Wir haben für die Bauindustrie mal so zusammengestellt, schlagwortartig, wie wir uns sowas künftig vorstellen würden. Das ist jetzt mal so ein Blick in die Zukunft. Wir haben mal so drei Überschriften gebildet. Einigen statt streiten haben wir es genannt, bauen statt kündigen und bauen statt streiten. Zum ersten einigen statt streiten würden wir sagen, was Leistungsänderungen angeht und auch was die Vergütung von Leistungsänderungen angeht, halten wir dieses gesetzliche Bauvertragsrecht mit dem Einigungsgrundsatz durchaus für sachgerecht. Für beide Seiten, für den Auftraggeber und für den Auftragnehmer ist es wichtig zu wissen, was wird gebaut. Und es ist genauso wichtig auch zu wissen, was ist dafür zu bezahlen. Also diesen Einigungsgrundsatz halten wir für gut und auch für ein Modell, das durchaus für die VOB Teil B gut funktionieren kann. Bei den Mehrmengen, ob wir das jetzt wollen oder nicht, sind wir jetzt ohnehin in der Situation, dass es wie der Bundesgerichtshof es entschieden hat. Bei den Mindermengen sind wir auch bei dem, wie der Bundesgerichtshof es entschieden hat. Und wir haben dann unter der Überschrift Bauen statt Kündigen gesagt, bei der Bauablaufstörung brauchen wir dringend für beide Seiten, für Auftraggeber und für Unternehmer, eine praxisgerechte neue Lösung. Das kann so aussehen, wie sich das der Baugerichtshof ausgedacht hat. Man kann aber auch in der VOB Teil B eine schönere Regelung treffen, vielleicht mit mehr praxisnahen Anwendungsfällen. Aber das müsste man dann besprechen. Und letztlich der dritte große Punkt für uns wäre aus Sicht der Bauindustrie Bauen statt Streiten, Streitlösung mehr außergerichtlich und auch mehr Adjudikation. Das ist eine spezielle Form der außergerichtlichen Streitbeilegung. Das wäre, sage ich mal, so das Meinungsbild im Hauptverband, wie es sich bei uns derzeit darstellt, wie wir es auch mit Herrn Nellissen und den Kolleginnen und Kollegen der Mitgliedsverbände besprochen haben. Das ist sozusagen unser Status im Augenblick. Ich hatte Ihnen jetzt noch kurz zum DVA ein bisschen was mitgebracht. Da wird ja im Augenblick oder wurde 2018 erstmal gesagt, wir warten. Dann hatte Herr Jansen sich die Mühe gemacht, hat dann zum Jahr 2020 im Dezember mal einen Vorschlag gemacht und hat auch gleich zwei Leitplanken formuliert, die sehr interessant sind. Er hat gesagt, einerseits, das muss, was da künftig in die VOB Teil B kommt, der AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle standhalten. Das ist wichtig für alle Beteiligten, für den Auftraggeber genauso wie für den Auftragnehmer. Und es muss natürlich auch praxisorientiert und ausgewogen sein. Es gibt dann noch den Aufsatz, den Herr Jansen auch dazu geschrieben hat. Auch da wird gesagt, die VOB weicht in den zentralen Fragen des Anordnungsrechts und der anknüpfenden Vergütungsberechnung vom Wortlaut des Gesetzes ab. Sie ist daher auf Änderungsbedarf zu überprüfen. Das, sage ich mal, ist jetzt so der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Es gibt auch von den Auftragnehmern dazu Überlegungen im Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss. Dazu gibt es auch einen Entwurf. Den haben wir im Juli mal vorgelegt, im Oktober etwas angepasst. Und ab der nächsten Woche werden wir auch dann mal mit Herrn Jansen und den Auftraggebern gemeinsam beraten, wie es dann mit der VOB Teil B weitergehen soll. Da habe ich Ihnen jetzt mal zum Schluss ein Zitat gebracht. Das hat das Kammergericht Berlin in einem Urteil, wo es auch um die Vergütung einer Leistungsänderung ging, also zu dem Thema, was vor allen Dingen auch wichtig ist natürlich, etwas Interessantes geschrieben.
Im juristischen Diskurs zählen nicht Gewohnheiten, sondern das bessere Argument und die sorgfältige Auseinandersetzung mit den Argumenten der Gegenseite. Dies bringt es mit sich, dass man sich mitunter auf einen neuen Gedanken einlassen muss, was unbequem sein kann. Aber nur so ist Erkenntnisfortschritt möglich. Ich fand das ganz spannend. Im Urteil liest man sowas nicht so oft, aber das Kammergericht war auch hier in diesem Urteil sehr progressiv, hat da auch schon einiges zu Papier gebracht zum gesetzlichen Bauvertragsrecht. Und ich denke, die Diskussion läuft, die wird uns jetzt noch weiter beschäftigen und ich bin zuversichtlich, dass wir da auch gute Lösungen finden werden. Das, wie gesagt, leider etwas über der Zeit. In aller Kürze, vielen Dank und wenn es Fragen gibt, selbstverständlich gerne. Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Freitag, für Ihre Ausführungen. Ich glaube, wir gehen einer spannenden Zeit entgegen, nämlich alle warten praktisch auf die Anpassung der VOBB. Wie die dann im Einzelfall aussehen wird, bleibt sicherlich Verhandlungssache. Das bleibt in jedem Fall spannend, weil irgendwo muss man ja wohl die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes mit berücksichtigen, wenn man eine neue VOBB kreiert. Von daher glaube ich, wird es, wie schon gesagt, eine spannende Zeit werden. Wir warten alle auf die neue VOBB. Ich hoffe, Sie verhandeln da, Herr Freitag, auch in unserem Sinne. Ihr Pendant, Herr Janssen, wird sicherlich etwas andere Vorstellungen haben. Aber das ich glaube, Sie haben da jetzt schon ein gutes Thema für Ihre nächste Tagung. Und ich denke, da ist dann sicherlich Herr Janssen der Richtige, weil ich da natürlich jetzt auch nur für eine Seite sprechen kann. Herr Janssen leitet den Hauptausschuss Allgemeines. Der ist natürlich nicht auch über die Geschäftsstelle derjenige, der Ihnen dann wesentlich besser sagen kann, wo wir dann stehen. Das ist ja heute nur eine Momentaufnahme. Ich sage mal, über das Bauvertragsrecht haben wir jetzt heute mal so einen allgemeinen Überblick, was da jetzt auch im Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen passieren wird. Wie gesagt, da ist Herr Janssen derjenige, der da prädestiniert ist, Ihnen da nähere Einblicke zu gewähren. Ich glaube, wir warten noch. Vielleicht können wir das ja bei der nächsten VOBB-Tagung dann schon etwas präziser darstellen. Ich möchte jetzt den Herrn Janssen, glaube ich, nicht dazu bewegen, irgendwelche Ausführungen dazu zu machen. Ich glaube, das wäre noch verfrüht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Ausführungen. Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bei allen Referenten bedanken, dass Sie an dieser VOB-Tagung, 21. VOB-Tagung mitgewirkt haben. Ich danke für Ihre Teilnahme an dieser Tagung und ich hoffe, wir haben einen gewissen Erkenntnisgewinn gehabt. Wir möchten Ihnen auch die Gelegenheit geben, die Veranstaltung zu bewerten und vielleicht auch Hinweise für Themen für die nächste VOB-Tagung zu geben. Wir würden uns darüber sehr freuen, weil ich denke mir auch aus praktischer Hinsicht können da sehr gute Vorschläge kommen, die wir beim nächsten Mal diskutieren können. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch im Jahre 2022 an unserer dann 22. VOB-Tagung teilnehmen. Wie schon gesagt, nochmals herzlichen Dank. Wir wissen noch nicht genau, wie es im Jahre 2022 aussieht, ob wir das wieder in Form eines Webinars, einer Hybridveranstaltung oder einer reinen Präsenzveranstaltung durchführen werden. Ich hoffe da auf Ihre Hinweise und wie schon gesagt, möchte mich an dieser Stelle bei allen Referenten, Teilnehmenden, Anwesenden bedanken und ja, verbleibe bis zum nächsten Jahr. Vielen Dank.